Jetzt Phasmophobia. Das fantastische Geister. Jetzt habe ich mich ein bisschen erschreckt. Bleib bitte in deinem Tanzbereich, ne? Sonst rufe ich die Polizei. Das haben die jetzt auch gemacht, die Bewohner der Lokalitäten, in die wir uns gleich bewegen werden, nach diesem Opener heute hier bei Phasmophobia am Dienstag. Und damit sind wir hier. Und danke an Valentin, der eben heute spontan eingesprungen ist. Und der Nils ist auch dabei. Und du hast ja letztes Mal auch schon mitgemacht. Wir haben ja schon einmal die Geisterjagd vollzogen. Haben wir schon. Da war das so mittelgut. Am Ende hat's geklappt. Jetzt soll es von Anfang an klappen. Wir haben eben schon geübt. Und ich muss sagen, das hat relativ gut funktioniert. Wir hatten ihn fast. Ja, die fast. Leider die Sendung hat uns wir haben nur ganz kurz einmal uns noch aufgefrischt. Aber die Map, die wir auch das letzte Mal gespielt haben, weil ich das Ding ist bei so einem Spiel. Auf der einen Seite möchten wir uns natürlich vorbereiten, dafür sind wir bekannt, damit wir jetzt nicht die ganze Zeit mit Steuerungsdingen oder so weiter uns aufhalten. Auf der anderen Seite ist bei einem Spiel wie Phasmophobia, ist Unphasmophobia wichtig, dass man nichts weiß, weil ich glaube, nur wenn du da so unvorbereitet und unschuldig reingehst, kann man das auch wirklich so erleben, wie es gedacht ist. Wenn man das jetzt zum 10. Mal spielt, glaube ich, dann ist man vielleicht ein bisschen abgehärtet. Und das wollte er ja auch nicht sehen. Deswegen, wir haben, glaube ich, die Steuerung und so weiter, was man machen muss, einigermaßen drauf. Gut genug, um jetzt zu starten. Ja. Und ich bin ready. Und Leute, wir spielen ja, machen wir mal mit diesem Voice-Feature. Ich weiß nicht, ob ihr das letzte Mal auch so gespielt habt, dass wir uns quasi nur hören, wenn wir auch in Reichweite irgendwie sind. Oder wenn wir so ein Gerät haben, glaube ich, können wir auch funken. Aber auch das hat eine Reichweite. Du hast völlig recht. Und dafür möchte ich auch mal nochmal Danke sagen. Denn hier wurde einiges gemacht. Das kriegt ihr nicht mit. Aber in der Nacht sind hier fleißige Kobolde. Seit gestern. Ich habe es verfolgt im Slack. Seit gestern arbeiten hier Leute dran, dass das mit dem Ton funktioniert. Weil wir haben ja viele Kabel. Mehr als jeder handelsübliche Streamer. Ne? Bei uns ist das mal 100. Und das musste irgendwie durch all diese Kabel durch, sodass wir, wie gewohnt, senden. Aber eben im Spiel auch diese Features verwenden können. Letztes Mal gab das nämlich dann Probleme. Also das nochmal ein Dank an die Stelle, an die Regie, die Aufnahmeleitung und alle, die das gemacht haben. Weil es war wirklich, es war eine Pain in the ass. Also habe ich mitgekriegt. Mhm. So, dann starten wir jetzt. Wer macht von euch auf? Die anderen kommen hinterher. Ja, wer hat denn eben aufgemacht? Ja, ich habe eben aufgemacht. Soll ich wieder machen? Okay. Also ich bin übrigens noch ganz jungfräulich hier, was das Spiel angeht. Das Dumme ist, er hat sich zum Tutorial, hat er sich ein Video von uns angeguckt. Wie dumm kann man sein? Ich dachte, ich guck bei den Profis rein und lass mir das alles. Alles falsch gemacht. Anfängerfehler, ich weiß. Hey, wie wollen wir uns nennen? Was haltet ihr von die Gulizei? Okay. Ich hab besseren Vorschlag. Ich habe einen aufgemacht. Wollt ihr reiten? Achso, du hast schon einen. Achso. Ja, dann machen wir mal. Feuerzeug, ne? Das ich hoffe nur, du hast nicht den schwersten Job ausgewählt. Muss ich noch irgendwas kaufen? Hab ich überhaupt schon einen ausgewählt? Wähle einen Job, kann ich gleich noch machen. Genau, mach das doch. So. Mal, ich habe $115, ich kann uns jetzt irgendwas kaufen. Oh ja, Frage ist eher ein Feuerzeug. Ja, Feuerzeug kann ich kaufen. Denn ich nehme auch die Räucherstäbchen mit. Dann gibt es etwas Neues. Es gibt wohl hier jetzt Walkie-Talkies. Ich habe sie aber selbst auch noch nicht gefunden. Im F-Reader haben wir, meine ich. Geisterbock, oder? Salz. Salz haben wir eben auch gebraucht, aber nicht. Shit, kannst du Salz kaufen? Kann ich kaufen, ja. Oh, das ist gut. Mach das mal. Ich verstehe halt nicht ganz in der Ausrüstungsliste, warum hier teilweise 1 von 2, 1 von 4 und so steht. Haben wir nur die Hälfte der Teile? Ach, ja, du kannst maximal 2, 4 Taschenlampen mitnehmen. Ach so, okay. Aber wir haben nur eine. Wollen wir potenziell mal für jeden eine Taschenlampe kaufen? Ich hasse es nämlich echt. Komm, ich kaufe 2 für euch. Also da ich eh hinter euch gehe, macht ihr ja schon das Licht. Ich habe für euch jetzt, ich habe sie gekauft. Wir haben jetzt 3 Taschenlampen. Ich finde das nämlich super nervig, wenn nur einer die Taschenlampe hat. Ja. So, spielen. Dann privatem Spiel beitreten. Kann ich nochmal den Code sehen? Hier, Moment, ich mache ihn dir, sieht. Ja. Scheiße, ist gerade ganz schlecht. So, vielleicht. Aber gut noch gesehen. Warte, ja. Nee. Ah! Regie, warum macht ihr das? Da so, und jetzt, okay. Und Walle, du kannst jetzt doch mal hier. Nee, ich hab schon bei Nils geguckt. Walle ist da. Okay. Ihr seid dabei. Ich sehe aus wie Simon, Simon sieht aus wie ich und Walle sieht aus wie Chiara. Das ist wirklich komisch. So, ich nehme mal jetzt eine Mission. Das sind aber am Anfang eh ganz simple Missionen. Ich habe die Brownstone High School genommen. Guck mal, du musst aber auch
noch dann die, oder kann ich das sogar machen? Hier mein Feuerzeug. Salz. Das musst du in die Runde werfen. Also du kannst das kaufen und dann hinzufügen. Genau, da bist du schon im Feuerzeug, richtigen Dings. Okay, ich lese mal kurz vor. Geschlossen aufgrund unnatürlicher Todesfälle ist die isolierte Schule seit Jahrzehnten verlassen. Das steht uns auch noch bevor. Wir haben vor kurzem Informationen über eine mögliche Heimsuchung an diesem Ort erhalten. Begeben Sie sich schnell, es geht dorthin. Gehen Sie nicht über los. Der Valentin muss noch drücken. Ach so, ja. Und Nils, du stehst, glaube ich, du stehst original vor meinem Startbutton. Na egal. Spiel lädt. Wer hat die Polizei gerufen? Wenn ihr euch fragt, warum wir Jacken anhaben, es ist noch ein bisschen kalt hier. Ja, und kalt. Im Spiel wird es dann ja auch, wenn ein Geist kommt, richtig kalt. So, ich muss vorbereitet sein. Entschuldigung, ich drehe mal Ingame richtig auf, damit ich euch nicht höre. Ich bin richtig betäubt. Jo, ich höre euch nur, wenn ihr V drückt. Ich höre euch auch nur jetzt. So, ich bin noch alleine. Nice, ich höre jetzt schon gar nichts. Ja, genau. Genau das. Ich kann noch nicht V drücken, das Spiel lädt noch. Ah, ich bin sehr gespannt. Ich habe noch gar keine Ahnung, aber ich habe eine Heidenangst. Ach, jetzt reden wir auch durcheinander, weil wir uns nicht mehr hören. Bei mir läuft's. Bei euch hängt das. Eben A, B. Ah ja, guck mal hier. Optionale Ziele. Au, au, laut. Entdecken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt. Ja. Finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader. Ja. Fotografieren Sie dreckiges Wasser an einem Waschbecken. Machen Sie ein Foto von einem Geist. Die optionalen Ziele. Lese den Text vor. Ich habe für Sie einige weitere Untersuchungen durchgeführt. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Daniel Martinez. Dieser Geist scheint sowohl auf Gruppen als auch auf jemanden, der allein ist, zu antworten. Sprechen Sie den Namen des Geistes aus, um ihn zu verärgern. Das sollte man immer tun, ne? Und ein paar übernatürliche Ereignisse zu provozieren. Ziehen Sie oft das Journal zur Rat und vergessen Sie nicht, Ihre Beweise auf der letzten Seite zu notieren. Na, das machen wir. Okay. Seid ihr bereit? Dann nehme ich den... Ich habe übrigens Räucherstäbchen und Feuerzeug. Nimm doch jeder einfach zwei Sachen mit. Das Salz ist auf jeden Fall auch wichtig. Oh nee, Moment, hier ist das Salz gar nicht wichtig. Hier brauchen wir den Reader. Ein Foto. Ich habe Reader und Foto habe ich, aber da gibt es noch eine zweite Kamera. Aber ich glaube, die macht... Ich weiß nicht, ob ich die Videokamera habe oder die Fotokamera. Eine macht, glaube ich, Fotos und die andere kann man so aufstellen als Überwachungskamera. Das da oben ist noch dieses Ding, das kann einer von euch noch nehmen? Dieses Funkgerät? Ja, also, womit man den provozieren kann auch? Ja, nimm du es doch ruhig mal, Walle. Der Name ist Daniel Martinez. Martinez. Das ist eine ganz neue Map, glaube ich. Und ich habe jetzt schon Schiss. So sieht doch keine Schule aus. Oh. Auf jeden Fall ist der Geist nicht unschuldig. Ohne euch würde ich hier niemals reingehen. Ich find's irgendwie ein bisschen geil. Das ist ein Witz. Aber kommt ihr nicht erst noch 5 Minuten? Stimmt, wir haben 5 Minuten, um uns hier so ein bisschen alles anzugucken. Smokey war hier, guck mal. Achtung, ich gehe links rum. Ich komme mit. Kann die Licht anschalten. Oh, herrlich. Wir sollten auch mal gucken, ob hier irgendwo der Sicherungskasten ist, damit wir, wenn die Lichter ausgehen, wissen. Das habe ich aus einem Video. Wenn zu viele Lichter an sind, nur dann geht der Kasten aus. Wir dachten, glaube ich, letztes Mal, das wäre der Geist. Okay, hier wurden die Western Wind Knights Basketball Highschool Mannschaft.
Kann man sich theoretisch in diesen Spinden später verstecken oder sind die zu klein? Keine Ahnung. Klein. Ich weiß gar nicht, ob Fliegen so eine Option ist. Nee, man passt nicht rein. Oh Gott, es gibt auch ein oberes Stockwerk. Ey, das ist riesig. Das wird unangenehm werden. Valentin, wir gehen hoch, ja? Nur würde ich nicht wundern. Okay, ich komm schnell hinterher, sonst habe ich hier Angst. So soll es. Liegen noch alte Klassenarbeiten. Warte mal. Ein Name drauf. Es hat sie mitten in der Klassenarbeit erwischt. 1963. Auf welche Geräusche muss ich mit diesem Radio denn genau achten? Also was eigentlich, ich habe es noch nie richtig gesehen, aber wenn du den Namen sagst oder irgendwas oder was fragst, dann kommt normalerweise nicht erkannt oder die Antwort. Ah, okay, aber das macht mir erst Sinn nach diesen 5 Minuten, wo der genau zeigt. Du kannst Geschlecht, Alter, was kann man noch fragen? 4 Sachen. Da ist, ne? Boah, das ist ja riesig. Oh, Leute. Überall diese Videokameras an den Wänden. Ja, die geben mir schon so ein gewisses Sicherheitsgefühl. Oh. Valentin läuft mit dem Buch voraus. Mit einem Freundebuch. Ja. Ja, ich hoffe, der Geist trägt sich schnell ein, damit wir Freunde werden, ja, der mich nicht killt. Achtet mal drauf, ob ihr irgendwo ein Waschbecken seht, weil optional ist hier ein Waschbecken. Waschbecken mit Dreck hier. Ich hab eins. Ah, kannst du mal aufdrehen, ob da Wasser rauskommt? Wir sollen auf dreckiges Wasser achten. Ganz genau, aber die sind alle sauber. Naja, für eine Schultoilette sauber. Hast du die alle aufgedreht? Ja, bin gerade dabei. Das wirkt, als hätten wir einen krassen Prank alle vor. Dreckig. Ja, nur dass sie nicht überlaufen, wie enttäuschend. Ah. Hey, das ist so gruselig, das ist ja viel gruseliger als dieses andere Level, was wir gespielt haben. Ich wusste, ja, dieses dass das olle Haus so gruselig werden kann. Ich will das mal in VR spielen mit euch. Ja, genau. Hm. Ey, das ist ultimativ. Zu viert, zu dritt, VR, alle haben eine Brille. Oh. Ja, VR Dead. Ey, das ist ist ein guter Titel. VR und dann Dead. Ja, das war, so meine ich das. Ne? We are Dead. Leute, ihr habt ja am Anfang gesagt, es ist mega klug, wenn jeder eine Taschenlampe mit hat, ne? Ich habe keine dabei. Ja. Aber die liegt im Bus. Ja, aber ich habe sie dabei. Leute. So, bleiben wir zusammen, hier sind ganz viel Waschbecken. Könnt ihr mal zu mir kommen? Ich hab Tschüss. Da seid ihr. Ich dachte schon, ich hätte mich in der Dunkelheit verloren. Ja, du musst uns aber wirklich hinterherlaufen, das wird sonst nichts. Ich habe nur noch schwarz gesehen. Jetzt kommt so ein klassischer Horrorfilm-Dialog. Du kannst aber auch nochmal runtergehen und deine holen. Ja. Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. Ich glaube nicht, dass jetzt was passieren wird in den ersten 3 Minuten. Oh. Ah, stimmt eigentlich, aber ich finde halt durch die Dunkelheit, glaube ich, gar nicht mehr runter. Also diese Waschbecken hier kann man irgendwie nicht aktivieren, oder habt ihr das geschafft? Nee, nope. Nicht. Oh Leute, es ist alles unangenehm, gruselig. Ich habe so eine Befürchtung, dass dieses Telefon irgendwann klingeln wird. What? Jetzt klingelt jetzt. Was denn? Habt ihr das nicht gehört? Nein. Das Telefon hat geklingelt. Doch. Jetzt ja. Ernsthaft? Ja! Aber ich stehe doch gerade vor dem Telefon. Achso, du hast es klingeln lassen, oder? Nein, im Gegenteil. Warte mal, ich guck mal. Nee, ich weiß nicht. Ich habe aber auch nichts gehört. Das ist ja weird. Also ich hab's gehört.
wirklich verrückt. Walle, wo warst du, als es geklingelt hatte? Hier auch mit mir hier vorne? Nee, ich war noch viel weiter hinten. Na, das ist ein Telefon, was hier je lauter klingelt, umso weiter man davon entfernt ist. Das wäre eine gute Idee. Aber du... Da! Hörst da! Du's? Hörst du's? Das ist die Schulglocke oder ist es das Telefon? Guck mal da, ich habe eine Schulglocke gefunden. Ja. Oh ja, oh ja, das kann sein. Das war's vielleicht. Puh, ist alles so leer. Oh, Wasser, hier, Wasserspender. Und auch dieses bedrückende Hintergrundrauschen, das macht's nicht besser. Ja, das ist geil, oder? Der Wind wie also durch die leeren Gänge. Oh, Leute, lasst uns zusammenbleiben. Wo seid ihr? Ja. Ich bin hinter jemandem. Ich kann euch noch nicht so perfekt auseinanderhalten. Ja, kommt mal lieber hier zu mir. Ah, da ist ja, nämlich auch ein Geräusch hier. Da geht irgendein Geräusch vorne ab. Hat einer von euch noch die Videokamera genommen? Oder die Fotokamera? Weil ich habe die Videokamera genommen und nicht die Fotokamera. Aber du willst ein Foto eher machen gerade, oder was? Nein, ein optionales Ziel ist, ein Foto des Geistes zu machen. Und das geht natürlich nur mit der Fotokamera. Ja, logisch. Das klingt auch tricky. Man muss den ja dann sehen und nicht wegrennen. Ja. Okay, hier sind noch geschlossene Türen. Ah, so ist besser. Sag mal, wie groß ist denn das hier? Wir können ihn ja auch provozieren, indem wir ihn ansprechen. Wer von euch hat denn dieses Gerät eigentlich dabei? Das hat Walle. Weil du kannst ihn auch echt nerven, ne? Ich glaube, das hilft schon, dass er sich dann zeigt und dann weiß man wenigstens ungefähr, wo er ist. Achso, ich kann ihn auch schon rufen, wenn ich nicht weiß, wo er ist. Du kannst ihn immer rufen, ja. Du kannst ihn damit provozieren und dann macht er irgendwas. Carlos Martinez. Ah! Oder? Was denn? Ja, habt ihr das nicht gehört? In dem Moment, wo er das sagt? Während ich Carlos Martinez gesagt habe, ja, hat es wieder geklingelt. Ja! Du hörst Dinge, Nils. Nein, ich hab's ja auch gehört. Na gut, okay, ich war weit weg. Bist du bei mir? Ah! Was? Ich glaube, wir haben den gleichzeitig betätigt. Ne, ich glaube, die Lichter sind aus. Wir haben zu viele Lampen angemacht. Oh, das ist ja fantastisch. Und wahrscheinlich ist die Sicherung im Keller. Walle, du kannst dich mal rufen, ne? Was waren aber die Fragen? Oder soll ich nur den Namen erstmal rufen? Es reicht der Name, um ihn wütend zu machen. Carlos Martinez! Carlos Martinez! Carlos Martinez. Carlos Martinez. Das warst du. Das war ja, das warst du, Nils. Was war das jetzt im Game, oder? Ey, ich verarsch mich jetzt, oder? Okay, aber mein Gerät hat nichts erkannt angezeigt. Also mit Nils werde ich nie ein Ouija-Board oder so benutzen. Das gibt's übrigens, dann gebe ich dir auch irgendwo. Liegt rum. Oder ist das so wie bei Among Us, dass auch Nils der Geist sein kann? Ey, das wäre ganz lustig, das fehlt dem Spiel noch, oder? Dass einer Geist sein kann. Ich finde, so eine Prise Among Us fehlt allen Spielen. Carlos Martinez. Zeigen Sie sich. Vielleicht sollten wir uns irgendwie systematisch mal versuchen, alle Räume durchzurufen. Ja, besser ist das. Bei mir stand jetzt zweimal nicht erkannt. Carlos Martinez! Was denn? Und die Taschenlampe wackelt! Die Taschenlampe wackelt! Das ist ein untrügliches Zeichen! Ja, wenn man die zu lange anhat, leider. Seid ihr sicher? Nee, eben nicht. Warum gleichzeitig? Bei euch auch? Doch, doch, das hab ich hab mir ein Video angeguckt. Das liegt daran, wenn die zu lange an ist. Okay. Hat nichts mit dem Geist zu tun. Carlos Martinez! Oh, Leute. Hört das auch wieder auf mit dem Blinken?
Brauche ich neue Batterien? Naja, wir brauchen Licht. Nee, wir müssen die kurz ausmachen, aber dann werden wir irre. Oh Gott, dann lass uns wechseln. Ich lass meine aus, du lässt deine an und dann tauschen wir. Na, das ist ein Plan. Waschbecken. Ich sehe nichts mehr. Carlos, du grässlicher Geist. So, ich bin wieder an. Mr. Martinez, Pizza für Sie. Carlos Martinez. Geht das denn nur der die Flüsterbox hat? Ich glaube schon, weil bei mir stand jetzt diesmal nicht erkannt. Ich sag's nochmal. Carlos Martinez. Carlos Martinez. Möchtest du mal vor? Ich mache aus. Okay, shit, ich habe euch glaube ich verloren. Bei mir ist alles nur noch dunkel. Dich. Ich habe was gesehen. Jetzt da habe ich euch wieder. Sehr schön. Ich glaube, ich muss echt mir dringend eine Taschenlampe besorgen, weil nicht, dass ich irre werde. Lass doch mal runtergehen mit dir, bevor du jetzt hier irre wirst und stirbst. Ja, besser ist das. Dann können wir auch mal gucken, ob da beim Eingangsbereich oder so vielleicht der Sicherungskasten ist oder ob es einen Keller oder sowas gibt. Okay, laufen wir zurück oder lauft ihr einen anderen Weg? Ich weiß nicht, ich habe die Orientierung verloren. Der Lautstärke nach zu urteilen, seid ihr weit weg von mir. Ah, das Feature ist ganz geil im Dunkeln. Walle, komm mit mir, okay? Alles klar. Alles klar. I'm right behind you. Ja, wir haben Simon eingeholt. Ich weiß gar nicht, wo es runtergeht. Wir suchen die Treppe nach unten, ja? Ja, die muss ja am Hauptgang sein. Und das sieht hier sehr groß aus, sehr hauptgangig. Aber da ist schon die Wand, oder? Nee. Achtung, nasser Boden. Ja, also die offenen Türen, da waren wir ja schon. Also wir sind auf dem richtigen Weg zurück, auf jeden Fall. Hier. Lass kurz einmal noch diese Tür hier. Dann waren wir nämlich fast überall. Berühmte letzte Worte. Also da, wo jetzt diese Glocken erklangen, ne? Also da war ja schon mal ein bisschen Aktivität. Ja, da muss irgendwas gehen. Wir gleich hin. Vielleicht da nochmal hin und dann nochmal ihn provozieren. Aber erst alles holen, oder? Ja. Ah, nix. Wir könnten auch hier die Dings suchen. Die Sicherung. Ah, ich hab sie! Fantastisch. Ja, da haben sich meine ganzen Jahre hinter den Treppen in der Schule haben sich ausgezahlt. Okay. Achso, also müssen die Lichtschalter jetzt wieder funktionieren. Hört ihr das? Ja. Ja, ich höre das. Ja, fieses Gepolster. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt bringt. Aber das gibt extra Punkte. So, okay. Ich lege hier mal das Buch hin, das Gästebuch. Was, du bist tot? Ja. Der Nils ist ja tot, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Oh, hörst du mich da noch, Simon? Lege ich das blöde Buch ab. Und das alles nur, weil der Walle seine Lampe vergessen hatte. Jetzt bin ich das schuld. Geistesgegenwärtig rausgeholt, als der Geist kam. Da liegt es. Und dann sammelst du mal ein. Achso, du bist voll. Aber es gab keinen Ausschlag. Das heißt, es ist schon mal kein Geist, der ein EMP benötigt. Okay, Walle hat eine Lampe jetzt. Ja, ich habe jetzt deine. Hast du noch einen Platz dafür? Hat einer von euch kalte Wolken gesehen, also Atemwolken? Nee, dafür ist es irgendwie zu dunkel.
Okay, dann, also es könnte sein, dass wenn wir keinen Atem gesehen haben und kein EMP, kann ich ja schon mal raussuchen, wer da in Frage kommt. Dein Opfer soll nicht umsonst gewesen sein. Frage, kann man dieses Buch überall hinlegen oder vielleicht nur auf so Tische oder so, weil irgendwie kriegst du es nicht abgelegt. Auf dem Boden kannst du es normalerweise einfach, du kannst es werfen mit G oder so. Ich glaube, das musst du machen. Ja. Oh, das war der Pro-Tipp. Ja, jetzt liegt's da. Ungefähr in der Nähe von Nils Todesort. Ist doch schon... Kannst du bitte normal laufen? Du machst mich fertig. Okay. Hexenschuss, okay, ne? Okay, also ich kann ja schon mal eingrenzen, okay? Wenn es keine Gefriertemperaturen und kein EMF oder EMP oder wie das heißt gab, ist es entweder ein Spirit. Dafür werden die Beweise Geisterbox, Fingerabdrücke und Geisterbuch. Oder... Hattest du nicht auch diese Infrarotlampe? Nee, im letzten. Ich hab die nicht, nee. Ich hab jetzt Nils EMP oder wie das heißt. Und immer noch dieses... Oh, ich höre wieder was. Ja. Carlos Martinez! Nein, warum rufst du ihn jetzt? Warum? Okay. Ja, damit wir was herausfinden. Ich glaube, es ist ein Spirit. Und der ist schwach gegen Räucherstäbchen. Hahaha, ha, 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 die habe ich aber doch benutzt. Okay, er kommt! Vielleicht probier mal Spirit. Der ist über die Räucherstäbchen drüber gelaufen. Über die Stäbchen drüber. Das hat ihn null interessiert. Also wir können ja raten. Also wir sind jetzt eh tot. Entweder du spielst alleine halt weiter. Das kann natürlich lange dauern. Nee, wir sind noch zu zweit. Ist rausgeschafft. Ja. Ja. Okay. Na gut, dann mache ich für euch den Operator. Und ich würde euch wirklich mal raten, den Spirit auszuprobieren. Weil er, wie gesagt... Geisterbox, Fingerabdrücke und Geisterbuch benötigt und alle anderen haben entweder Gefriertemperaturen oder EMF-Level. Es kann natürlich sein, dass wir die Gefriertemperaturen übersehen haben. Ja? Dann ist natürlich mein Rückschluss falsch. Aber alle anderen haben entweder das eine oder das andere. Also ich habe jetzt die Infrarotlampe für die Fingerabdrücke. Und ich habe das hier das EMS mit dem das ist die Kälte. Ah ja, sehr gut. Für die Temperatur. Ich habe glaube ich dieses EMS oder wie es heißt. Wie genau benutze ich das? Ich kann mir das jemand erklären. Rechte Maustaste gedrückt halten. Ja. Wenn die alle leuchten, dann ist das einer. Also und du kannst halt dadurch auch, wenn du dich näherst dem Ereignis, dann leuchten halt mehr Lampen auf und wenn alle Lampen leuchten, dann hast du quasi 5 und den Beweis. Okay, und gibt mir das auch einen Hinweis auf die Geisterart dann? Oder nur, dass der jetzt in der Nähe ist? Nein, das gibt ja nur, das ist der Beweis, der EMF-Beweis. EMF Level 5, da hast du einen Beweis gesammelt und dann ist es jetzt ja quasi per Ausschlussverfahren. Aber nochmal, also mein Tipp jetzt als euer Operator ist, probiert mal Geisterbox, Fingerabdrücke und Geisterbuch. Für Fingerabdrücke braucht ihr das Infrarot-Taschenlampe. Hab ich. Und das Geisterbuch an den Ort legen, wo er mich getötet hat, am besten. Weil, da hab ich's hingelegt. Ja, ja, und dann könnt ihr gleich nochmal rein und wenn da was drin steht, dann ist eine weitere Wahrscheinlichkeit erfüllt, sozusagen. Ja, ich hoffe, der... Walle, ich gehe auch schon zur Tür, ne? Ah, okay, du folgst mir. Genau, ich folge dir. Hoffentlich hat sich der Geist pflichtbewusst eingetragen. Wenn wir jetzt nicht die nötigen Beweise finden, können wir dann trotzdem tippen, was es für einer ist? Das ist eine gute Frage, aber eigentlich müsste das Spiel ja raffen, ob wir das durch diese Tools rausgefunden haben oder nicht. Ja, sollte es. Ja, also, okay, das heißt, okay, ja. Aber wir können ihn doch anrufen. Nils Bohmhoff! Ja! Der Chat, das ist jetzt noch so ein bisschen die Noob-Runde. Das ist schon okay, wie wir das machen. So. Danke, Chat.
So, jetzt sind wir bei Nils Todesort und beim Buch, aber da, ich glaube, da steht nichts drin. Es ist schon kälter hier, aber es ist nicht so kalt. Oh, oh. Oh, ich höre wieder. Ja. Ich höre wieder irgendwas. Lass uns auf jeden Fall gucken, dass wir abhauen können zur Not. Er ist auf jeden Fall da über uns und kommt dann immer so runter. Daniel Martinez. Soll ich ihn nochmal rufen? Ja, mach mal, komm. Hast du das Journal angeguckt, ob da was drinsteht? Carlos Martinez. Carlos Martinez. Oh, ist so spannend. Also ich finde keine Fingerabdrücke. Sicher, dass das einer ist, wo wir Fingerabdrücke brauchen? Weil die müssten doch da sein, wo du getötet bist. Also im Journal steht nichts, soweit ich das sehen konnte. Aber der Geist ist ja bestimmt auch nicht immer an der gleichen Stelle. Vielleicht hat er sich einfach ein bisschen weiter bewegt. Kann natürlich alles sein, ja klar. Ich hab mal kurz in den Chat gelunzt. Und zwei Sachen. Die erste ist... Hilfe! Mach irgendwas! Ja, du haust ab! Das ist doch keine Hilfe! Ja, also was soll ich dir noch machen? Ich weiß es nicht. Du musst mir einfach nur folgen in die sichere, heile Welt nach draußen. Aber ich habe ihn gerade wieder gehört. Ganz gut, also die eine Sache ist, der Chat hat gesagt, ich darf als Geist nichts mehr sagen, deswegen halte ich jetzt die Klappe. Die zweite Sache ist doch egal. Er heißt übrigens nicht Carlos, sondern Daniel Martinez. Ja, habe ich auch gelesen. Aber ab jetzt bin ich ruhig. Ups, das ist natürlich schon wichtig, den Geist beim richtigen Namen zu nennen. Danke, Chat. Daniel Martinez. Daniel Martinez. Daniel Martinez. Zeig dich, du Hund von einem Geist. Ja, komm halt mal hoch. Ich glaube, der ist hier oben. Jedes Mal, wenn ich hochkomme, höre ich dieses Pochern. Ja, da war auch wieder das Telefon. Oder die Schulglocke. Hörst du? Hörst du? Da ist er doch. Lass uns mal mehr nach oben gehen. Da, wo es so knarzig ist. Achtung! Psst, psst, psst. Halt doch mal! Nils! Hörst du's? Hier ist auf jeden Fall irgendein fieses Geräusch. So ein Lachen. Knarziges Lachen. Also aber dieses INF oder wie auch immer es heißt, Gerät schlägt nicht aus. Ich habe das Gefühl, wie bei echten Geisterjägern. Die ganzen Scheißgeräte bringen nichts. Das ist alles Quatsch. Denk dran, V zu drücken, ich höre dich gerade nicht. Ja, ich wollte nur sagen, das ist wie bei echten Geisterjägern. Diese ganzen Scheißgeräte, die sind einfach nur für Show. Keins davon hat jemals funktioniert bisher. Außer der Lampe. Ja, da hast du recht. Ich fühle mich auch gerade so wie die in Resident Evil, in dieser Demo, die auch völlig dumm vorgegangen sind. Du hast das gesehen, oder was? Ah, ich auch! Ah, wo, aber von welcher Seite? Ah! Du bist tot, oder was? Ich bin alleine! Ich kann doch nicht alleine in so einer Schule jetzt sein! In der Kamera, es ist so geil, weil ich sehe euch beide exakt, das ist exakt der Ort, wo die Kamera liegt, wo ihr gerade beide seid. Ich weiß so nichts über das Spiel. Sehen. Chat, was soll ich denn jetzt machen? Ganz allein. Ich sehe euch auch nicht. Chat, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt ist es zu spät. Jetzt guck ich auch in den Chat. Jetzt lassen wir mal alle schön alleine. Warum laufen da zwei rum? Das bist du. Aber ich bin doch tot. Ja, aber du bist in der Geisterwelt. Deine Kamera nimmt Geister auf. Puh.
Puh, also jetzt muss ich aber auch mal in den Chat gucken. Aber wir dürfen, jetzt darf ich eigentlich auch nicht reden, okay. Vale, es tut mir leid. Ja. Make it. You make it. Na, ich meine, Entschuldigung, ich meine nur, ich kann dir jetzt auch nicht mehr helfen. Wir sind ja, wir dürfen ja nicht. Alles gut, ich versuche noch mein Bestes. So, Leute, was geht jetzt hier ab? Ich nehme jetzt, ich habe hier gerade mal dieses Temperaturding abgecheckt. Oh, warte mal, die Temperatur steigt. Links von mir höre ich irgendwas. Sehen wir ihn denn als Geister? Okay. Also, es ist kein Spirit. So, ich weiß nicht, was es mir mehr bringt. Wir haben echt wenig Hinweise auch, glaube ich, gefunden. Also, ich gucke nochmal, ob ich mit Nils Hinweis, dass es ein Spirit sein könnte, irgendwas anfangen kann. Also, was wissen wir denn schon? Ich weiß nicht. Walle soll mal T drücken. Eigentlich gar nichts. Wir haben weder Fingerabdrücke, der hat sich nicht drück mal T, ins Gästebuch eingetragen. Gefriertemperatur hatten wir nicht. Scheiße, ich weiß nicht, was das für Geist ist. Na gut, ich gehe jetzt todesmutig voran, um irgendwas herauszufinden. Dafür werfe ich dieses Ding hier nochmal weg und nehme das hier nochmal. Kann ich ihn wenigstens rufen. So. Herr Martinez, es reicht. Geben Sie mir jetzt irgendeinen Hinweis. Daniel Martinez. Oh, da stand nichts erkannt. Das ist ja toll, was hier. Ja, das kommt immer, genau, wenn er nichts erkennt. Das ist auch einfach scheiße, wenn so ein Plepp wie ich hier alleine in einer dunklen Schule ist. Oh, Moment, hier ist eine hilfreiche Info aus dem Chat. Für diese Geisterbox muss man Fragen stellen. Ich höre die Leute um mich rum übrigens gar nicht, falls ihr euch fragt, warum ich nicht reagiere oder so. Das Spiel ist echt sau laut. So, ich muss jetzt irgendwas machen. Ich kann jetzt nicht nur so rumstehen. Das frustriert nicht nur mich, sondern auch euch. Ich nehme jetzt auch mal diese lilane Lampe, die hatte ich noch gar nicht. Gegen, was ist da? Da war was links von mir. Mann! Geh! Jetzt sehe ich das Ding hier wieder nicht. So, was ist denn das? Ach, da. Das, aha, so. Das Buch muss man gar nicht ablegen. So, hier um Simons Leiche müssen noch irgendwelche Fingerabdrücke sein. Es kann doch nicht sein, dass man diesen Hals so verrenken kann, ohne den anzupacken. Geh mal was näher ran. Ah, nee, das ist auch noch ein Grafikbug, okay. Ja, Leute, ich habe überhaupt keinen Plan. Ich gehe mal ganz kurz nochmal ins Headquarter. Oder? Ey, ich glaube, man muss halt auch einfach irgendwie so ein bisschen was wissen, um hier den Geist... Walle? Ja? Für die Geisterbox musst du eine Frage stellen. Also sowas wie, wo bist du oder so. Ja. Oh, er ist hinter dir her! Ja, ja, ich konnte ihn eben sehen, er ist hinter dir her! Ich weiß auch nicht. Bist du das tot? Ist so geil, ich sehe es auf der Kamera. Aber woher weiß ich denn, das bist du? Was die möglichen Fragen sind? Ich kann dir nicht helfen. Weißt du auch nicht. Ich weiß es nicht, nein. Ja, okay. Frag, wo er ist. Herr Daniel Martinez, wie geht es Ihnen? Wenn es Sie nicht stören würde, könnten Sie unter Umständen ganz kurz mal. Danke. Ja, was weiß ich denn? Und du hast eine Schulterlampe mit T. Schulterlampe? Ja, ich egal. Okay. Für später. Leute, ich versuche jetzt mal eine Sache. Ich gehe mal ganz kurz hier nochmal runter. Ich habe mir dieses Zimmer gemerkt. Das ist auch lustig. Das ist so, weil die, So, ich muss hier mehr Licht. Man braucht ihn ja eigentlich gar nicht mehr fragen, was er ist, wie alt er ist. Er ist ein Axtmörder. Ich habe ihn schon dreimal gesehen. Er ist ein fucking Axtmörder. 40 Jahre alt, war früher, weiß ich nicht, Bauarbeiter und hat. Oder. Förster. Und hat die Axt noch. Ja, bis die Hunde brauche ich nichts mehr wissen. Wo war denn hier der Ausgang? War das hier nicht so ein. Da steht es ja sogar Exit. Perfekt. Valentin, ich habe die Fragen für dich. Aus dem Chat. Frisch aus dem Chat, noch warm. Wer bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Das sind die drei relevanten Fragen. Guten Tag, ich bin Valentin und. Ich geb's auf, komm. Okay, wie alt bist du? Wo bist du? Wer bist du? Ja, mach dir erstmal eins, oder? Wer bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Das sind so die drei. Martinez. Ich guck nochmal einmal ganz, wenn ich jetzt mal draußen in Sicherheit bin. Einmal, was war noch im Truck? Vielleicht nehme ich mal was anderes mit, weil all diese Tools haben nichts geholfen. Hast du das Temperaturtool? Das habe ich oben bei Simons Leiche gelassen. Weil das ist, glaube ich, wichtig. Das ist wichtig. Ich habe nämlich aus Versehen im Chat gelesen, dass man mit dem Tool den Geisterraum finden kann. Also wenn man in einem Raum ist, der unter 10 Grad ist oder unter 12 oder so, dann ist das der Geisterraum.
Ah, okay. Das ist tatsächlich ein sehr guter Hinweis. Und du musst beim Fragen die Geisterbox halten. Ja, das mache ich. Und ich habe tatsächlich auf den, das kann ich jetzt ja sagen, jetzt ist weil alleine, ich habe tatsächlich auf dem Monitor hier Geisterorbs gesehen. Oh, Orbs sind natürlich. Das heißt, wir haben auf jeden Fall, der Geist hat auf jeden Fall Orbs. Das heißt, wir können die schon mal weiter eingrenzen. Nämlich der Spirit ist es dann definitiv nicht, weil er hat keinen Orb. Aha. Es ist entweder ein Phantom, dann müsste es aber Gefriertemperaturen oder EMF-Level haben. Ich habe jetzt beides noch nicht gesehen. Und da kommt das Bad Orb. Dann könnte es eine Mare sein, der Geisterbox und Gefriertemperaturen. Nee, es bringt nichts. Ich gehe zurück, Leute. Hier ist, ich habe alles Wichtige, der Rest liegt bei den Leichen. Und ey, ich weiß, wo er ist. Ach nee, das bist du. Das ist der Valentin. Steht irgendwas im hast du das Geisterbuch noch? Nee, ne? Doch, ich weiß aber, wo es ist. Moment, wie komme ich hier rein? Aber wenn da nichts drin steht, kann man das auch schon ausschließen. Du kannst doch einfach mit dem Wagen nach Hause fahren und dann sind wir wieder da, ne? Also, dann machen wir halt einen anderen Level. Ja, das würde ich jetzt auch jeden Moment machen. Ich stelle ihm noch mal ein paar Fragen, kleines Interview noch mit dem Geist und dann fahre ich nach Hause, weil ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust mehr alleine. Dann reicht's. Das ist ja ein bisschen zu gruselig. Moment. Okay, eine Schade ist es auch nicht. Juraj. Also, es könnte eigentlich sein. Daniel Martinez, wo bist du? Juraj. Wo bist du? Muss man das vielleicht auf Englisch sagen? Where are you? Nee, da passiert gar nichts. Also. So, ich nehme jetzt noch einmal das Buch. Nils, du meinst, das Buch könnte mir helfen. Guck mal, ob da was drinsteht in dem Buch. Ja. Nee, leider noch nicht. Man muss es übrigens nicht wegwerfen. Es reicht, es dabei zu haben. Ach so. Okay. Um das zu sammeln. Also, das sind jetzt alles Tipps aus dem Chat. Ich habe die natürlich jetzt nicht. Verstehe. Aber die scheinen zu stimmen. Ich gehe jetzt todesmutig ohne Taschenlampe und nehme nur das. Ach, das habe ich ja völlig übersehen. So, und das hier nehmen wir noch mit. Ah, wo war das Temperaturding? Ich glaube, bei Simons Leiche. Und die war, glaube ich, ein Stockwerk höher. Ja, ich bin eins oben drüber gestorben. Ich bin direkt über Nils. Ah, das macht auch hier ein bisschen Licht. Hier ist die Treppe. So, nochmal telefonieren. Daniel Martinez, wo bist du? Wer sind Sie? Gin? Das war ja geil, was die Regie gerade gemacht hat. Wir haben es ineinander geblendet. Daniel Martinez. Wow. Wie heißt er? Daniel Martinez, wie geht es dir? Es könnte auch ein Poltergeist sein. Okay, meine neueste Theorie ist, es ist ein Poltergeist. Okay. Weil für den Poltergeist braucht man eine Geisterbox, Fingerabdrücke und Geisterorb. Ich habe keine Fingerabdrücke gefunden. Hast du gesucht? Ja, überall. Ah, okay. Also die sehen doch eindeutig aus wie Fingerabdrücke, oder? Wahrscheinlich. Wir haben die schon mal gesehen letztes Mal, als wir gespielt haben. Ich glaube, das sind wirklich nur so Datschen, so Flatschen. Da könnte es natürlich sein, dass mein EMF nicht ausgeschlagen hat, dass das irgendwie fehlerhaft war. Dann kann es auch ein Djinn sein. Jetzt nimm es halt. Wenn Geisterbuch auf jeden Fall raus ist. Also wenn nichts im Geisterbuch steht, dann ist es, muss es eigentlich ein Djinn sein. Soll ich das mal als Tipp abgeben? Also da schon mal so einstellen? Ja, schon mal einloggen. So, Geist, deine Stunde hat geschlagen, ich logge ein. Also Beweis 1, sagst du, ist. Also ich, dadurch, dass ich keine Gefriertemperaturen jetzt irgendwie gesehen hatte und ihr auch nicht, wenn wir das jetzt mal ausschließen, dann hat er ein Orb, aber kein, genau, Geisterbuch können wir auch ausschließen. Ja. Hat kein Geisterbuch. Gin hat Geisterbox, das haben wir nicht wirklich probiert, ne? Geisterorb. Also und Minusgrade gab es laut Chat. Ich hab's allerdings auch nicht gesehen, aber ich vertraue dem Chat. Die meinten, es gab Minusgrade. Ah. Aber heißt das dann direkt, da muss. Okay, dann kann Minusgrade stimmt auf, also geht auf bestimmte Geister. Okay, ich mache mal Gefriertemperaturen. Okay, dann kann es auch eine Mare sein. Ja, stimmt, wir hatten minus 11. Aber das sind ja keine minus 11. Minus 11. Ja, das sind die. Okay. Das ist so wie hier jetzt gerade. Ja, voll. Ja, halt echt. Okay. Dann hatten wir Gefriertemperaturen und Geisterorb. Gut. Da kann es theoretisch ein Phantom sein. Oder. Ein Djinn. Kann es dann nicht mehr sein. Oder eine Mare.
Geisterorb und Gefriertemperaturen. Wo sind sie? Wie geht es Ihnen? Daniel Martinez. Es reicht. Hey Leute, ich fahre nach Hause. Der beste Geisterjäger aller Zeiten. So reicht jetzt auch. Feierabend. Naja, damit ihr auch mal wieder mitspielen könnt. Ich glaube, ich reiß hier halt auch nichts mehr. Also ich würde dann Mare hat Schwächen, schaltet man die Lichter um eine Mare ein, ist die Chance angegriffen werden eher gering, die Lichter waren aus. Stärke, eine Mare hat eine erhöhte Chance, eine Mare anzugreifen, wenn sie sich im Dunkeln aufhalten. Und Beweise, Geisterbox, Geisterorb und Gefriertemperaturen. Und Geisterorb und Gefriertemperaturen hatten wir. Geisterbox haben wir, glaube ich, nicht wirklich ausprobiert jetzt, weil wir das nicht genutzt haben so richtig. Ja. Ich würde, dann schreib rein Geisterorb und Gefriertemperaturen. Ja. Mach als drittes, behauptest du einfach mal Geisterbox. Okay, habe ich hier. Und dann machst du Mare und wenn wir Glück haben, stimmt's. Und wenn nicht, dann haben wir halt Pech. Ja, hat auf die Räucherstäbe. Ja. Probieren wir es einfach mal aus. Vielleicht haben wir zumindest ein paar Hinweise richtig. Das wäre ja schon mal ein Teilerfolg. Jetzt muss ich hier nur noch rauskommen. Ja, ich leite dich. Guck mal hier. Du kannst die Treppen da runter gehen. Ah ja. Ach, ich versuche das mal über deinem Monitor. Ja. Das ist lustig. Ah, der ist direkt hinter mir, Alter, oder? Ist Simon das oder bist du? Nein, das bin ich. Simon kann da rumgeistern noch. Ach, der ist jetzt richtig. Aber Simon, kannst du ihm nicht eine Taschenlampe abgeben oder so? Jetzt da runter, genau. Simon? Ah ja, warte mal. Ich muss meine erstmal finden. Wo habe ich die denn hier? Ich bin eindeutig. Nee, ich hab's weggeworfen. Warte, ich werf dir mal alles hin, was ich hab, Simon. Bam. Entschuldigung. Ey, ich finde Geister nicht geil über die Überwachungskammer. Hilf ihm doch mal! Was soll ich denn machen? Ich hab dir alles hingeworfen. All mein Hab und Gut. Ja, aber ich bin Geist. Was soll ich denn damit jetzt machen? Kannst du die aufnehmen? Nein, ich bin doch nicht real. Wieso hast du sie dann weggeschmissen überhaupt, Walle? Ja, weil sie auch nicht haben wollte. Nee, jetzt sammel die doch wieder ein. Jetzt sehe ich nichts mehr. Ja, die ganze Scheiße müssen wir gleich wieder kaufen. Ja. Jetzt müssen wir alles neu kaufen, oder was? Was weiß ich nicht mehr. Warum solltest du die wegschmeißen? So. Ja, weil ihr das gesagt habt. Du stehst genau richtig. Ich sammel's wieder ein, beruhigt euch. Sammel's doch einfach ein, Alter. Ja, ja. Bleibt ruhig. Ja, ich hab's fast. Ja, du hast eins. Ja, warte. Irgendwas hast du. So. Jetzt habe ich wieder alles, was ich tragen kann. Schnell nach unten hier. Wo war die Treppe? Nur noch weg, hey. Da runter. Ah, ja. Genau, links runter. Ah, ich höre noch. Keine Lampe? Da unten liegt eine Lampe, falls du... Nee, ich bin gleich vorbei. Und ich meine, nach der Treppe musst du dann rechts... Du bist falsch gegangen. Ja, genau, geradeaus. Ja, ja. Jetzt geradeaus. Und dann kommst du in eine Halle... So eine große, irgendwann in so eine große Eingangshalle, ja, am besten an der Wand lang. Also wenn du jetzt runterkommst, einfach links und dann links und rechts. Aber hier liegt auch eine Taschenlampe. Da, du siehst sie, genau. Alter, nimm sie dir. Du musst eine Sache wegschmeißen, glaube ich, ja. Die ganzen tollen Sachen, ey. Du kannst auch Licht anmachen, ne? Da ist ein Lichtschalter, glaube ich. Ja, hier ist auch ein bisschen Licht an. Hier komme ich raus auf jeden Fall. Das ist ja mein Ziel gerade. Nur noch entkommen. Und dann bin ich quasi fast im Auto. Da hinten ist es. Oh, ich habe richtig Gänsehaut, Alter. Oh Gott, ist das fürchterlich. Vor allem allein ist es dann noch viel schlimmer. Ja, drin. Alter, ich hätte die Sendung abmoderiert. Und oh, die Zeit ist leider vorbei. Ja, die ist ja verfolgt von dem Geist. Ja, zu Recht. Ja, also ich habe alleine bin ich kein erfolgreicher Geisterjäger. Ich bin vor allem gut da drin, euch zu folgen, euren Taschenlampenschein. Ich kann mal kurz zusammenfassen die Dinge, die ich gerade aus dem Chat gelernt habe. Also den Namen sagen, um ihn wütend zu machen, haben wir gelernt. Mhm. Aber du kannst auch Fragen stellen, ohne seinen Namen zu sagen, dann wird er nicht so wütend. Okay. Und wenn du alleine mit ihm in einem Raum bist und dann seinen Namen sagst, ist es mehr oder weniger Selbstmord. Ja. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da zumachen, ja. Oh, wir haben es versucht. Jetzt bin ich aber gespannt. Links hat einer überlebt, ey. Ich muss sagen, das waren 1% Walle war auch knapp 1%. Ja. Ich meine, er hat zwei seiner Leute verloren. Tot, weil ich durchgedreht bin. Aufgabe 1, $30. Nur die Versicherung hat ausgezahlt. Okay. Der Geist war ein Mare. Ja, aber hab ich doch gesagt, hast du eingestellt, oder nicht? Perfekt. Aber warum kriegen wir so wenig? Ich will mehr. Warum kriege ich so viel für die Versicherung? Erfahrung erhalten? Immerhin. Null. Nee, ich hab hier die, also... Ich hab null. Uiuiui. So, wir nehmen jetzt aber, nehmen wir was anderes hier. Aber haben wir jetzt keinen... Also du hast es ja nicht richtig eingegeben, oder hattest du noch was anderes eingestellt? Nee, ne? Also der Chat hat bestimmt super überwacht, aber ich meine, ich hätte da Mare eingestellt und auch deine Tipps mit der Geisterbox und bla bla bla. Und wieso haben wir jetzt, na gut, du kriegst ja ein bisschen XP. Ja, vielleicht habe ich was bekommen, weil ich es quasi überhaupt mit der Info rausgeschafft habe. Aber vielleicht weiß das Spiel, dass wir die Hinweise geraten haben. Naja, den Orb habe ich da tatsächlich gesehen. Ja, okay, stimmt. Aber ja, den Rest. Wollen wir kurz eine kleine Pause machen für die Werbung. Und dann sind wir wieder hier mit dem großartigen Bauernhaus. Dann wird aus dem Bauernhaus werden die Geister rausgeschmissen. Wir haben gelernt und wir sind bereit. Wir haben die Hälfte der Gegenstände, kaufen wir neu. Und dann geht's gleich hier vielleicht weiter. Vielleicht hast du es nicht bestätigt oder so. Auf dem Paper. Ja, vielleicht war das noch ein Paper. Ich gucke jetzt auch mal in den Chat, was die dazu sagen.
Willkommen zurück bei Phasmophobia. Wir kriegen hier schon Warnvorstellungen. Ich hätte lieber Warmvorstellungen. Es ist nicht schweinekalt hier. Doch das ist okay, dann kann man sich wenigstens konzentrieren für die Jagd nach den Geistern. Warum ist denn jetzt mal der Valentin aus meiner Serverlobby rausgekickt worden? Muss ich mir irgendwas kaufen? What happened? Du bist bei mir nicht drin? Hast du den, willst du noch mal, soll ich den Key, vielleicht kann mir noch mal der Nils den kurz geben? Vielleicht kann ich nicht in einer Lobby mit Toten sein. Das What? Also, du musst schon auch tot sein. Ist es noch der gleiche Key, oder was? Nee, ich muss dir Nils hier mal helfen. Ich kann es dir hier jetzt nicht sagen, zeigen mal nicht. Da. Ja. Oh ja, Moment. Nils, okay. Der Nils bereit. Gibt Valentin. Soll ich noch was kaufen? Wir haben gerade gemerkt, wir müssen alles noch mal kaufen, genau. Ich habe auch schon ein bisschen was gekauft. Knicklicht, dann eine neue Taschenlampe habe ich gekauft, Feuerzeug und Räucherstäbchen. Was steht in der Liste? EMF haben wir, ne? Hast du noch mal Taschenlampen gekauft? Nur eine. Ich habe eine und noch eine starke. Also, wir haben quasi zwei. Spielen wir denn jetzt dasselbe Level nochmal oder nein? Nein, wir spielen jetzt ein anderes Level. Ich habe ein altes Bauernhaus. Oh, das wird immer schlimmer. Oh ja, wirklich, das klingt nicht besser. Doch, doch, doch. Das ist nicht ganz so groß. Habe ich zumindest gesehen. Sind zwei Stockwerke, kein Keller. Das gefällt mir sehr gut. Mhm. Ja, und ich denke, jetzt mit diesem Wissen, allein durch die Infos, die wir jetzt noch durch den Chat bekommen haben in den letzten paar Minuten, schaffen wir es. So, ich drücke auf bereit. Du meinst eben mehrmals Salz wäre wichtig. Na, es kommt wirklich immer drauf an. Es ist abhängig von dem Fall. Aber wenn wir es jetzt nicht mitnehmen, können wir es ja da nicht mehr kaufen, richtig? Das ist immer das Problem, leider. Das Problem, okay. Dass du vorher nicht genau weißt, was gleich an der Tafel steht. Und das sind dann die optionalen Ziele. Was soll der Geiz? Ich nehme noch ein Salz mit. So, 15 kostet Salz auch nur, Billigsalz, sehr schön. Ich glaube, ich habe es gekauft. Okay. Hinzufügen noch. Ja? Bam. Let's go. Dann drücke ich auf Laden. Gut. Oh, Moment, Thermometer hat jemand gerade noch gesagt. Oh. Das haben wir aber leider nicht kaufen können, weil wir gar nicht genug Geld hatten dafür. Ja, ja, stimmt, das ist bestimmt. Aber jetzt machen wir mal Chat aus, oder? Im Spiel. Ja, genau. Das Chat ist ja wieder sonst, aus. Die spoilen uns ja sonst zu Tode. Aber gut zu wissen fürs nächste Mal. Mit dem Thermometer findet man wohl den Raum, wo den der Geist gesessen hat. Genau, der hat. Muss unter 10 sein oder so. Okay. Stehe, ja. Klingt recht logisch. Mal, ja. Aber ja, diese Tipps so. Jetzt zwischen, Runden, zwischen der Runde waren ganz gut. Jetzt wissen wir überhaupt mal ein bisschen mehr. Seid ihr denn? Aber warum seid ihr nicht da, seid ihr? Ja. So, jetzt wieder mit V, ne, damit wir uns nur über das Spiel hören. Okay, kurz für euch die Infos. Optionale Ziele. Entdecken, um welche Art Geist. Fotografieren Sie dreckiges Wasser. Finden Sie einen Raum unter 10 Grad und machen Sie ein Foto. Also Foto, Thermometer, Fotoapparat. Ja, Foto und Thermometer. Wer nimmt was? Das ist doch ein Witz, wenn wir noch nicht mal das Main-Ziel erreichen. Wieso sollten wir uns für diese Optionalen interessieren? Wir schaffen das. Nils, du musst V drücken, sonst hören wir dich nicht. V drücken. Ach so, ja. Ich sagte, wir sind das Team Sanity, steht da. Oh, ja. Jetzt raff ich's. Ich nehme die Kamera mit, George ja? George Wilson. Ja, ich belade mich mal hier. Ich glaube, ich nehme mal andere Sachen als eben. Weil die habe ich ja schon nicht gerafft. Ich habe die Fotokamera dabei. Dann hast du wahrscheinlich die Filmkamera. Okay. Ich habe, ja, soll ich dann die Filmkamera wieder weglegen? Die brauche ich dann ja nicht. Ich guck mal eben, wie der Dude heißt. Braucht noch jemand eine Taschenlampe? Achso, ja. Okay. Ja, ich vergesse meine nicht nochmal. Gut. Dann würde ich vorschlagen, lass uns los, okay, oder? Okay. Was haben wir gesagt? George, okay, da ist das Bauernhaus. George Wilson, ne? George Wilson. Lass uns auf jeden Fall den Namen nicht zu häufig sagen. Wir bräuchten echt ein Thermometer. Eine Sache noch, guckt mal bitte mich an. Guckt mal bitte auf mich. Hier, da. Achtung, jetzt drücke ich T. Ihr habt noch so eine Extralampe. Wenn ihr quasi keine Lampe dabei habt, könnt ihr T drücken. Geht jetzt nicht, weil ihr die Lampe ausgewählt habt. Ich glaube, das ist eine Kopflampe oder sowas, ne? Die muss man wahrscheinlich. Ja, genau. Aber die habe ich nicht. Ja, ich meine, du kannst sie nicht anmachen, wenn du schon eine Lampe in der Hand hast. Ja, das ist richtig. Ein Game Changer. Genau. Das ist echt mega gut. Da muss man die Taschenlampe ja gar nicht die ganze Zeit dabei haben. Wenn ihr irgendwo einen Knochen seht oder eine Leiche oder irgendwas, sagt Bescheid, die kann ich fotografieren. Das gibt Punkte.
Alles klar. Ungeöffnete Bier. Das ist sehr komisch. Auto, ein Autofan? Aber das ist doch die, die wir das letzte Mal gespielt haben mit Chiara. Shit, ich erinnere mich auch, ja. Habe ich nicht gesehen, dass das dieselbe ist. Hört ihr mich jetzt eigentlich auch? Ja. Weil ich habe B gedrückt, damit kann man irgendwie so funken. Vielleicht ist das ja über Langstrecken dann gut zum Unterhalten. Ah, okay, das ist aber interessant. Ja, jetzt habe ich auch so Walkie-Talkie. Das ist diese Walkie-Talkie-Funktion, oder? Ja, die haben wir die ganze Zeit gesucht. Hier ist der Sicherungsraum. Das ist auch schon mal gut zu wissen, wo der ist. Eine Sache noch, weil ich das auch gerade noch gelesen habe. Tatsächlich, wenn es blinkt, ich habe ja gesagt, das hat nichts mit Geistern zu tun. Der Chat sagt aber ja. Okay. Vorsorglich schon mal die Tür auf. Seid ihr? Da. Oh shit, ist das alles gruselig. Okay, eigentlich sollten wir den Raum schnell mal suchen. Heißt ja, dazu brauche ich mir aber die... Den Thermostat. Wie kann man denn den suchen, ohne dass man dieses Ding dabei hat? Ich habe auf jeden Fall Infrarot. Gute Frage. Ich gehe mal ein Stockwerk höher. Wasser angemacht, ja, weil ich testen wollte, ob das dreckig ist. Okay. Wo bist du, Walle? Ich bin jetzt oben. Hier, ich glaube, wir begegnen uns hier gerade. Wenn ihr auch ein Waschbecken seht, auf jeden Fall Wasser anschalten. Oh, du atmest schwer. Nee, wie heißt das? Kalt? Wir sind kleine Wölkchen. Echt? Ja. Ich stehe. Oh, und bei mir schlägt auch dieses Meta aus. Stufe 2. Ja, besser ist das, ne? Ja, jetzt hat es auch aufgehört zu piepen bei mir. Ach Gott, so ist das Licht an. Sag nochmal im Voice-Chat. Hat einer von euch das Geisterbuch dabei? Nein. Ich hoffe, wir haben das überhaupt mitgenommen. Ich glaube, wir haben es verloren. Im Van, ob wir das da rumliegen haben. Und trag die Beweise ein. Hier im Bad ist auf jeden Fall ein zerstörter Spiegel. Da eintragen, klar. Okay, das Buch ist hier. Ich habe bis oben alle Räume durch. Ich habe schon mal Gefriertemperaturen eingestellt, das ist ja, glaube ich, das. Ich finde. Auf jeden Fall, das könnte ein Phantom sein. Könnte man fotografieren. Wasser ist klar oben. Könnte Bensi sein. Da Bensi am Angst vor den Kunden. Haben wir dabei, glaube ich. Vorzugehen macht das nicht völlig Sinn. Wir erstmal bedacht, was für die beiden Fragen.
Aufschlag halten. Auf jeden Fall Augen offen halten. Machen wir Licht an. Oder ist eine Band hier und dann brauche ich eine Fingerabdrücke. Einer von euch ist Infrarotlicht dabei. Habe ich dabei, ich google. Ich gucke auch schon überall. Aber normalerweise sind die auf den Türklinken und den Fernsehern und da sehe ich nichts. Ganz kurz, was mache ich noch mit diesem Tampon hier? Ja, Nils, halt. Das sind die. Brauchst das Feuerzeug, das liegt im Wagen. Okay, aber das macht ja auch gar keinen Sinn. Also zumindest nach deiner Theorie, wer es sein könnte. Da unten ist ein Feuerzeug, ne? Aber das macht gerade wirklich keinen Sinn. Das Kruzifix hat Simon, glaube ich. Nee, habe ich. Ah. Okay, ich hab's auch nicht. Gut, dann gehen wir wieder rein, Walle, oder was? Und achte wirklich nochmal auf das EMF, ob das EMF wirklich ausgeschlagen hat. Oder Simon, oder? Ja. Jo. Jo, Mario. Ja, ich bin am Such. Aber welcher Raum war das denn? Ich war eben nicht. Hier unten. Es war hier unten. Schön im Wohnzimmer. Dieses Zimmer könnt ihr ja dann mit den Räucherstäbchen theoretisch bedienen. Arbeiten. Hier war das, ne? Alle. Genau, und hier sieht man auch den Atem direkt wieder. Ja, jetzt ist wieder kalt. Ja, eindeutig kälter, ja. Mach mal EMF nochmal, bitte. Hab ich an. Und? Ist auf 1. Eben war es auf 2, aber auf 5 war es wirklich nie. Also ich glaube, ich muss dem Geist vielleicht auch näher kommen. Ja, wir müssen den Raum finden. Ist das vielleicht da, wo die Sicherung ist? Da war er nämlich letztes Mal. Ja, da war das letzte Mal, ja. Aber ist der immer im selben Raum wahrscheinlich? Nein. Ist das Zufall? Das Knatschen gehört gerade? An dir, ne? Ja, oh weiß ich nicht. Ey, lass mal zusammenbleiben. Ja, wir sind hier noch ziemlich an einem Ort. Ey, wir können auch die Kamera aufstellen und schauen, ob wir in der Kamera Geisterorbs sehen, ne? Wer von euch hat die Videokamera? Ich hab sie auch nicht. Die haben wir auch verloren, glaube ich. Oder? Nee, dann ist sie im Auto, dann hole ich sie. Ich hole die Videokamera und stelle sie hier im Raum auf und guck, ob wir dann Orbs sehen. Das ist ein nicer Plan. Also ich gehe jetzt auch nochmal in den zweiten Stock, da war ich nämlich noch gar nicht mit diesem EMF-Ding. Vielleicht kriege ich ja da mehr Ausschlag. Ich geh mal mit, ja. Aber bisher war nichts oben. Liebe Schutz. Boah, knarrt die Treppe ekelhaft. Wo seid ihr jetzt? Erster Stock rechts. Den ersten Stock, ja. Folge mir mal. Ich bin allein hier unten, ey. Ja, Nils ist direkt hier bei der Eingangstür. Ey, Leute, hier hat Licht geflackert. Hier sind wir nur bei dir unten, oder? Ja, aber nicht die Taschenlampe, sondern hier so ein festes Licht. Brauch mal Backup hier. Ja, Start. Kannst du mich mal Backup geben? Ich stell die Videokamera da oben rauf. Die kann man nochmal drehen. Drückt halten, ne? Ja. Guck mal, ob ich das richtig gemacht hatte. Dass ich jetzt ein Bild hab. Dann schaue ich nach Geisterorbs. Hier ist es auf jeden Fall schon wieder kalt. Hier sieht man den Atem. Hier wäre doch jetzt wirklich irgendwas Antigeistermäßiges ganz. Ich glaube irgendwie das EMF kann man fast schon ausschließen. Das verhält sich nicht so wie es soll. Ich geh noch einmal oben gucken und dann lege ich es weg und nehme lieber was anderes. Wie dreht man? Aber ist die Ecke so richtig? Ja, aber welche Ecke? Ist die so richtig?
Fuck. Ah. Ja. Ein Stück mehr in den Raum rein. Also. Ich denke, ich müsste dann ja hier, wenn Orbs sind, Orbs sehen, ne? Vielleicht kannst du noch ein Stück weiter in den. Nach links, aber. Ich dachte dahin. Meinst du nach links? Welche Richtung? Dein links? Ah. Ach. Okay, Moment. Und dann geh. Cool. Wir müssen den mal irgendwie auslocken jetzt. Ey, ich soll dir doch Bescheid sagen, wenn ich hier Knochen finde, ne? Oder habt ihr diesen hier schon gesehen? Sehr gut, nee, den kannst du auch, den kannst du fotografieren und einsammeln, glaube ich. Wo ist der denn? Der kommt kannst du kurz B statt V drücken, dann funkst du mir zu, ich höre dich gar nicht. Ah, geil. Pass auf, dann komme ich zu dir, bleib mal, wo es ist. Ich hole dich oben an der Treppe ab. Okay, hol mich da oben, hab ich schon zu. Er ist hier bei mir. Er ist hier bei mir. Kommt einfach zu mir. Er ist hier direkt bei mir unten, da wo die Kamera auch ist, vor der Tür. Er hat gerade okay. Die Tür vor mir zugemacht. Ich kann mir den Knochen noch merken. Das ist auf jeden Fall die Tür. Sag nochmal, er hat vor dir eine Tür zugemacht. Er macht Türen zu. Ja, die können alles Mögliche machen, also Türen, irgendwelche Stühle umschmeißen. Vielleicht irre ich mich auch, aber ich hab sie nicht aufgemacht, glaube ich. Ah, warte, vielleicht doch. Ja, man macht sie nämlich schnell zu, wenn man drückt. Ich weiß es nicht. Es ist super schwer, Mann. Aber es ist doch auch kalt davor. Ich würde sagen, das hier ist der Raum. Ja. Wenn ihr mich fragt, ist der das. Ja, hier leuchten auch hier die Lampen. Walle, sollen wir den Knochen mal eben holen gehen? Ja, lass das mal eben machen. Hast du denn die Fotokamera dabei? Du musst den noch fotografieren. Hab ich dabei, ja. Okay, dann let's go. Simon, wir gehen eben nach oben, ne? Okay, ich bleib hier unten. Im Geisterraum. Hast du auch. Oh, es leuchtet! Scheiße. What the fuck, was geht denn jetzt? Ja, holt mich! Ist er bei dir oder was? Weiß ich nicht. Ich hab's gewusst! Ich hab's doch gewusst, ihr habt mich allein gelassen! Ah! Weil er immer nur macht, was ich nicht sage. Ich bin tot. Scheiße. Irgendwo im Keller bin ich jetzt. Wir machen ganz kurz den Knochen und dann gehen wir zu Simons. Ja, hoffentlich lohnt sich der Knochen. Leuchte dir mal an den Knochen. Die liegt da auf dem Kopfkissen. Oder da davor. Ah, ja. Leuchte mal an, bitte. Ja. Und jetzt können wir den auch nehmen? Ja, ich hab ihn. Fantastisch. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu Simon. Okay, Moment. Also wir wissen jetzt ja ungefähr, wo er ist, weil Simon da gestorben ist. Aber wir wissen immer noch nicht wirklich mehr. Also ich leg, glaube ich, mal mein EMF weg und hol mir irgendein anderes Device. Weil das kann man jetzt ausschließen. Das macht nichts. Ich bin ja Geist, das heißt, ich darf zumindest in den Chat lesen, reinlunsen. Oh, freeze! Oh. Also ihr könnt mir gerne Tipps schicken fürs nächste Mal. Freeze, ey. Das ist so erleichternd, ja, wenn man rauskommt. Wieder rauskommt. Okay, aber wenn es das EMF wirklich nicht ausgeschlagen hat, auf 5, dann ist es vielleicht dann doch wieder was anderes. Wir sollten vielleicht dann das Geisterbuch nochmal mitnehmen? Ja, das ist eine gute Idee. Ich tausche mal aus. Hört ihr mich eigentlich jetzt auch, wenn ich V drücke? Also da kann es ein Spirit sein, es kann ein Gespenst sein, ein Phantom, eine Banshee, eine Mare.
Ein Jurai oder ein Dämon. Es kann auch fast alles sein. Es wird häufiger gesagt, ihr sollt mehr reden mit dem Geist. Das nur als. Wir sollen was mehr? Mehr reden mit dem Geist. Ach so, ah ja, stimmt. Oh, haben wir überhaupt dieses Geister-Talk-Gerät dabei? Ich weiß es nicht. Hat das nicht einer von euch? Habe ich dabei. Das Ding ist, dass der natürlich dann auch Scheiße macht. Aber okay, wir probieren das mal. Wie ist er nochmal? George Wilson, ne? Warte ich gut nochmal eben. Genau, aber der Chat hat ja auch eben schon gesagt, wir müssen nicht unbedingt den Namen sagen, George sondern können auch erstmal entspannt den was fragen. Ja. Zum Beispiel, wie geht es dir? Nee, was war das? Wo bist du? Wie heißt du? Wie alt bist du oder sowas? Nee. Ja, man kann ihm, man kann auch fragen, ja, warum bist du so wütend? Das ist, glaube ich, nicht so. Okay, lass mal zusammenbleiben. Lass mal wieder da hängen, wo Simon gestorben ist. Ja, da liegt ja auch mein Equipment noch. Warte mal ganz kurz. Ich muss erstmal das Buch auf. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich es verloren. Was hab ich denn damit Achtung, gemacht? Da ist was! Ah, hinter dir! Ich hole ganz kurz das Buch, weil das ist irgendwie genau hier. Fucking hell! Ich hab gar nichts gesehen, du hast mir einfach das Leben gerettet. Alter, ich hab den Fotoapparat noch rausgeholt, weil ich ein Foto machen wollte. Aber leider, hab ich die falsche Taste gedrückt, deswegen habe ich ihn nicht erwischt, glaube ich. Dann hätten wir ein Foto gehabt vom Geist, aber ich weiß jetzt, wie er aussah. Sehen die alle gleich aus? Nee, ne? Weil der sah nämlich aus. Ich weiß, wie der aussah. Der hatte so ein Sichel. Schwarze Umrisse, auf jeden Fall. Kannst du das aussehen? Hilft dir? Weiß ich nicht. Sehe ich ehrlich gesagt, wie oft sieht man so jemanden? Ich weiß nicht, ob das. Also, es war so ein Lappendusel. Ich habe den ja länger gesehen, weil ich ja tot bin. Das war so ein Lappendusel mit so einer kleinen Sichel. Wie Miraculix. So eine kleine Handsichel. Also er ist ja doch ziemlich genau hier, wo wir ihn die ganze Zeit schon gesehen haben. Den könnt ihr doch sicher kriegen. Ich guck noch mal eben, ob ich Geisterorb sehe. Ich habe im Journal hier so ein Foto von dem Geisterorb. Oder zumindest so ein lilanes Etwas. Ich geh das mal an hier. Ist das ein Geisterorb? Nee, Die Geisterorb sehen aus wie so leuchtende, schwebende Kugeln. Ich glaube, das Lila ist mein Knicklicht. Ja. Ach klar, das ist der Knicklicht. Das liegt hier nämlich immer noch rum. Also ich sehe, das ist ja echt genau der Raum. Und ich sehe da jetzt keine Orbs, vorhin auch schon keine Orbs gesehen. Also ich würde fast sagen, gehst du wieder rein? Wahnsinniger? Nee, ich bleib hier vor der Tür stehen, ich will nicht ohne dich. Ja, ich wollte mal echt eine Sekunde gucken, ob ich irgendwelche Orbs hier, ob man irgendwas ausschließen kann. Komm mal einmal rein. Lass uns mal sagen, es gibt keine Orbs. Ich habe noch keine gesehen. Valentin, du kannst es auch nur in der Hand halten. Du musst das wirklich nicht dann hinwerfen. Wir ja, ich weiß. Ich sag nur. Ich du willst es nur weghaben. Ja, ja. Ich verstehe. Also du könntest auch ein Gespenst sein. Ein Gespenst berührt nie den Boden. Eine Bitte noch aus dem Chat, dann höre ich auch auf, aber alle, es wird hier die ganze Zeit gespammt. Ihr müsst, um die Orbs zu sehen, müsst ihr die Lichter ausmachen. Habt ihr mich verstanden? Okay. Ja, tut mir leid, Tamara Hildegard, aber wenn hier die ganze Zeit gespammt wird, dann gebe ich diese Info doch gerne weiter. Aber die Lichter sind ja aus. Das ist ja eigentlich nur dein. Vielleicht muss das auch raus. Ich weiß es nicht. Also ich sag jetzt einfach, da gibt's keine Orbs. Lass mich mal kurz gucken. Ah, okay, pass auf, Walle. Es kann sein ein Gespenst. Aber Simon, du hast auch keine Fingerabdrücke gefunden, nein, hast du gesagt? Nein, definitiv nicht. Also dann ist es kein Gespenst. Wenn EMF-Level, wenn das nicht ausgeschlagen hat, zu keinem Zeitpunkt bis 5, dann ist es auch kein Phantom. Dann kann es eigentlich nur eine Mare sein, aber nee, auch nicht. Geisterorbs auch nicht. Geisterbox, Geister... Steht was im Buch?
Ich hab's da jetzt mal hingeworfen, noch hat er sich nicht eingetragen. Okay, da wo Simon gestorben ist, ungefähr ist es ungefähr, hingeworfen. Ja. Bisschen weiter vorne. Okay, lass es mal jetzt checken, weil wenn da nichts steht, können wir das auch schon wieder ausschließen. Pass auf, wir checken das mal zusammen. Meinst du, so schnell trägt er sich ein? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich kann theoretisch auch noch mal was Neues mitnehmen, wie zum Beispiel, haben wir jetzt überhaupt die Räucherstäbchen schon mal benutzt? Oder das Salz oder sowas, nicht? Ich mach mal die Räucherstäbchen nicht mit. Die Räucherstäbchen sind ja sozusagen nur eine Waffe, ne? Gegen ihn. Ja, man kriegt auch nur Bonuspunkte, so, aber okay, wir ja, hier dann, nicht. Um ihn zu vertreiben oder so. Kommst du bei mir? Lass mal zusammenbleiben, bitte. Ich hab so viel Schiss. So, warte, ich sag dir Bescheid, wenn ich hinter dir bin, dann kommen wir rein. Okay. Jetzt. Nee. Da steht nichts drin, ne? Nee. Sind die alle so schreibfaul? Okay, ich sehe schon wieder die Gefriertemperaturen. Wolltest du das, also hast du das EMP häufiger benutzt? Okay, pass auf, dann lass ich das ausschließen. Das Buch können wir auch ausschließen. Jetzt lass uns mal einmal kurz Ausschlussverfahren machen. Also, pass auf. Fingerabdrücke gefunden im Geisterbox. Simon sagt, er hat keine Fingerabdrücke gefunden. Das heißt, es kann auch kein Gespenst sein. Es kann kein Phantom sein. Es kann kein Poltergeist sein. Es kann keine Banshee sein. Jin kann es auch nicht sein. Mare eigentlich auch nicht. Dann kann es doch nur das Gespenst sein, oder? Sollen wir das mit der Geisterbox mal ausprobieren? Haben wir das überhaupt schon getestet, wirklich? Nee, gar nicht. Eine Sache. Und Schwächen, giftige Reaktion zu Salz. Ich kann da ja einfach mal ein bisschen Salz an deine Ton, oder? Aber das Gespenst hinterlässt Fingerabdrücke. Und Simon hat gesagt, er hat gesucht und keine gefunden. Also ich habe nirgendwo welche gesehen. Ich guck ja überall drauf. Okay, ja, stimmt. Und wenn du da geguckt hast, wenn du auch da geguckt hast, wo er aufgetreten ist, dann müssten ja an der Tür welche sein. Du hast ja dieses Licht, ne? Wollen wir noch mal eben an der Tür gucken? Also ich sag ganz ehrlich, wenn wir Fingerabdrücke, EMF und Geisterorb ausschließen, bleibt nichts mehr. Weil wir haben Gefriertemperaturen, das Gespenst hat dazu Fingerabdrücke und Geisterbox, Phantom hat EMF Level 5 oder Geisterorbs, die haben wir eigentlich beide ausgeschlossen. Banshee hat EMF Level 5 Fingerabdrücke und Gefriertemperaturen. Dann haben wir Geisterbox und Geisterorb bei dem Mare. Könnte natürlich sein, dass ich die Geisterorbs einfach noch nicht gesehen habe. Und Revenant hat auch EMF und Fingerabdrücke. Geisterorb und Geisterbuch. Jurai, Geisterbuch, es steht auch nichts drin. Also das ist es wahrscheinlich auch nicht. Geisterbox, Geisterbuch, Gefriertemperaturen, kann es eigentlich auch nicht sein. Das ist auch nicht. Okay, also lass uns nochmal die Fingerabdrücke vielleicht an der Tür checken, wo der eben war bei Simon. Und wenn wir da keine finden und die ausschließen, vielleicht sind es dann doch die Orbs. Also viel bleibt dann nicht mehr. Vielleicht haben wir auch irgendwas falsch gesehen. Okay, lass uns gehen. Ja, kann natürlich auch sein, dass ich dieses EMF-Gerät irgendwie falsch benutze, weil vielleicht ist ein Ausschlag schon ein Indiz darauf, dass es funktionieren kann. Also keine Ahnung. Wegen dem Buch, nur damit wir es einmal richtig benutzen. Man muss auch noch was sagen, sowas wie schreib ins Buch, sagt der ein oder andere im Chat. So, hier müssten wir jetzt ja Fingerabdrücke sehen bei Simons Leiche. Ja, guck mal an der Tür, die hat er ja aufgemacht auch, ne? Also der ist definitiv hier, Alter. Ich sehe schon wieder den Atem. Komm, ey, siehst du was? Ich gehe mal zurück zum Buch und sag ihm, er soll mal reinschreiben und dann verpisse ich mich. Yes, der immer George Wilson. George Wilson, schreib ins Buch. George Wilson, schreib ins Geisterbuch. Warum bist du böse? George Wilson, warum bist du böse?
Wie alt bist du? Du fragst die richtigen Fragen. Hast du einen Hauptschulabschluss? George Wilson. Alle W-Fragen. The Fish. Auch wenn er das weiß. Muss man noch irgendwas drücken beim Reden? Ja, drück mal rechte Maustaste. Achso, nee, das rauscht ja schon. Nee, Rauschen ist, glaube ich, richtig. Ich habe einfach das Voice-Ding gedrückt, was wir auch benutzen zum Unterhalten. George Wilson, schreib ins Geisterbuch. Und manchmal steht dann auf diesem Display bei den Frequenzen sowas wie nicht erkannt oder so. Aber was anderes habe ich da noch nie gesehen. Das schon. Wie alt bist du? Wo wohnst du? Es ist kalt hier. Shit, Alter. Also ich habe dem Geist jetzt hier mal so ein Häufchen Salz hingelegt. Vielleicht verstört ihn das ja irgendwie. Habt ihr mal geguckt, ob der Geist schüchtern ist? Weil wenn die schüchtern sind, reden die nur mit einem. Oh. Ich gehe mal zurück zum Wagen, so viel kann ich ja... Da müssen wir ja noch einen Hinweis herausfinden können. Warte mal. Leg mal die Kamera hier eben ab. Also der Geist kann sowohl mit Einzelnen als auch mit mehreren sprechen. Kann ich die Kamera hier nicht hinschmeißen? Ich will mal das Geisterbuch näher in die Gegend schmeißen, wo er ist. Hä? Wieso kann ich das nicht ablegen? Hallo? Kann nichts mehr ablegen. Ah, okay, machen wir es so. Das hier ablegen. Komm zurück. Hast du das Buch weggelegt? Ja, das liegt direkt bei Simons Leiche jetzt. Oder wolltest du das woanders hin? Nee, finde ich super. Vielleicht ist das einfach zu weit weg gewesen. Dass man mit dem länger da... Okay, dann kann ich mir auch wieder was holen. Ich hatte extra dafür das Ding weggeschmissen. Ich kann ja nochmal das EMF mitnehmen. Also irgendwas muss ja... Also entweder Fingerabdrücke oder Orbs oder EMF, irgendwas. Ja, ich glaube, dieses mit dem EMF sollten wir doch nochmal kontrollieren. Was haben wir hier sonst noch? Warte mal, ist das ein Orb gerade? Nee, das ist deine Reflexion, oder? War das ein Orb? Nee, ich war da nicht mehr. Ich bin ja direkt hier hinter dir. Oder was meinst du mit Orb? Da war gerade ein leuchtender Punkt auf dem Monitor, aber ich dachte eher, dass es eine Reflexion war von deiner Taschenlampe oder sowas. Ah, achso, das kann sein natürlich. Als du eben reingekommen bist? Nee, Orb sieht, glaube ich, anders. Mach's mal aus. Ah. Also ich sehe keine Orbs. Und das ist Licht. Die Lichter sind eigentlich alle aus. Ja, es ist stockdunkel, wenn ich das ausmache. Ich habe da schon längst Orbs gesehen. Hey, Orbs schließen wir jetzt mal aus, oder? Lass uns noch mal gucken, ob das Geisterbuch jetzt irgendwie, ob da jetzt was drinsteckt. Ob da was drinsteckt. Ja, eine andere Chance haben wir eigentlich nicht mehr. Ich nehme noch einmal dieses EMF mit. Oder hattest du das schon? Du kannst dich auch mal halten. Ja. Willst du denn hier nochmal das andere mitnehmen? Dieses, womit man ihn da ärgern kann? Rufen kann? Ja, genau. Ein bisschen ärgern ist, glaube ich, nicht schlecht. Vor deinen Füßen. Ja. Okay, dann
Checken wir mal die, das Buch aus. Wie hieß er nochmal? Kann ich nicht sagen, sonst hört er das. Der Anfangsbuchstabe ist wie ein... Oh Gott. So, das liegt ja direkt unter ihm. Aber ich sehe nichts. Er ist hier irgendwo, ey. Ja, ja, der ist ganz close. Aber der könnte natürlich auch noch ein Stockwerk drüber sein, weil da hat er eben auch das Licht außen angemacht. Vielleicht zieht sich die Kälte durch den Boden bis ins Wohnzimmer durch. Wobei, nee, er muss ja schon hier gewesen sein, allein wegen Simon. Aber ey, sind wir in das Salz getreten oder hat er ein bisschen Salz schnabuliert in der Zwischenzeit? Das war doch hier so ein kleines Häufchen. Ich glaube, das ist ein... Ja, ich glaube, der ist wirklich da durchgelaufen. Ich glaube, das war... Ich glaube, das ist richtig. Das ist, der ist da durchgelaufen. Oh, ja, raus, es piept was! Was heißt das? Was heißt das? EMP 5 Sterne, EMP 5 Sterne. Ich wiederhole EMP 5 Sterne. What? Okay. Okay, gut. Okay, sammeln. Okay, let's... Oh. Okay, Beweis MP. Okay. Also, Gefrier und EMP hatten wir. Und Fußspuren, ja. Das heißt, es könnte Phantom nicht. Geisterorb hätten wir mittlerweile gesehen. Fingerabdrücke haben wir auch nicht gesehen. Also Banshee könnte es eigentlich dann nicht mehr sein. Entschuldigung, was war das? Was? Warte mal, ich finde gar nichts Passendes. Doof? Also, Phantom hätte EMF Level 5 und Gefriertemperaturen. Die beide haben wir. Das wäre aber Geisterorb, der fehlt. Haben wir nicht gesehen. Oder, das stimmt, oder es können die Fingerabdrücke sein. Das wäre dann die Banshee. Eine Banshee wird jeweils nur eine Person jagen. Und Banshees haben Angst vorm Kruzifix. Das würde aber passen, weil als ihr weg wart, wurde ich gejagt. Ja, das stimmt. Okay. Ja, also dann die beiden. Es kann nur eine Banshee sein oder ein Phantom. Naja, aber sollen wir das jetzt raten oder noch lieber nochmal einen Test machen, um uns sicher zu sein? Also bei einem Banshee wären es die Fingerabdrücke. Das heißt, wir könnten natürlich gerne nochmal gucken, ob wir Fingerabdrücke finden, aber wir haben natürlich bislang wirklich keine gefunden. Ja genau, und die Kamera vielleicht nochmal so umplatzieren, dass wir vielleicht eine größere Chance auf Orbs haben. Weil die kann man ja vielleicht so stellen, dass sie genau auf Simons Leiche auch guckt. Können wir gerne machen. Können wir beides machen. Dann lass uns das so machen. Laut Chat haben wir Orbs gesehen. Okay, mit dieser Information, dann haben wir Orbs gesehen, dann haben wir sie noch nicht richtig erkannt, dann haben wir es. Also ich gebe das nur weiter, ich hab selbst auch keine gesehen, ne? Oder der Chat trollt uns und glaubt, Orbs gesehen zu haben, dabei war es nur ein YouTube-Komprimierungsartefakt. Was wäre es denn, eine Banshee? Nee. Achso, Phantom. Wer ist das Phantom? Fotografieren Sie das Phantom, verschwindet es temporär, senkt Ihren Verstand stark, wenn Sie das Phantom anschauen. EMF-Level, Geisterorb, Gefriertemperaturen. Ja, das oder Banshee. Aber, ja, also dann wollen wir damit gehen, weil da kann Simon auch wieder mitspielen. Wir haben auch auf jeden Fall diesen Knochen da gefunden, das gibt auch nochmal Punkte. Ja. Ja, finde ich gut, lass uns das so machen, weil ich habe auch nur noch 0% Gehirn. Nun, dann wie beenden wir nochmal hier jetzt einfach einloggen? Achso, ich muss noch einloggen, warte. Ja, muss der Phantom sein. Rie und Orb, ist doch schön, haben wir doch alles. Okay, dann let's go Disco. It's a Phantom Mammoth. So, jetzt gibt's Punkte und Geld. Jetzt bin ich aber gespannt.
Ich auch. Sogar ich fahre mit euch. Vielleicht haben wir ja mal was gerissen hier. Okay, ich der Geist war ein Phantom. Ja. Ja, geil. Also zum zweiten Mal in a row. Ja. Haben im Prinzip. Und wir haben auch, guck mal hier, wir haben Fotos gemacht. Aufgabe 4, Aufgabe 1 gelöst. Nur 2 und 3 nicht. Das war das Waschbecken und irgendwas noch. Ich glaube, ich habe den sogar fotografiert, den Geist. Das hat offensichtlich. Das ist komisch. Ich habe ja, nur ja, ich hatte auch bekommen. So ein Foto da. Warum hast du 10 bekommen und ich 5? Ja, gut, wird irgendein Grund haben. Ich habe von allem nur die Hälfte. Ach, wahrscheinlich, weil ich gestorben bin. Ja. Ja, ja. Krass, und direkt 40 Erfahrungen gesammelt. Alter, Leute, das war bis auf Simons Tod. War das perfekt? Also nahezu. Na, ohne mich hätten wir nie rausgefunden, dass er auf einzelne Leute sich so nämlich. So. Das mussten wir wissen. Voll gut. Ja, gut. Wir sind das super gute Truppe. War gar nicht schlecht. Frage ist, schaffen wir noch eine Runde? Ja, klar, wir haben noch 20 Minuten. Dann machen das stimmt, noch ja. Eine. Ja, wir sind ja auch bessere Geisterjäger. Was könnten wir noch kaufen? Also was könnte noch wichtig sein? Mal was Neues, oder? Was wir noch nicht benutzt haben, um auch so ein bisschen Kopfkamera, die Level Tools 8 kennenzulernen. Ja, ich gucke auch gerade. Parabolmikrofon können wir noch nicht nehmen. Ist jemand von euch mehr als Level 5? Ich kaufe mal ein Thermometer endlich wieder. Ja, definitiv Thermometer. Ich kann Stativ, auch mal gucken, was brauchen wir denn? Okay, Reader starke Taschenlampe, kann ich sehr empfehlen. Geisterbuch. Die hatte ich gerade. Räucherstäbchen kaufe ich auch. Hat jemand ein, es ist echt wie im echten Leben, ne? Die Feuerzeuge sind immer weg. Ich nehme noch ein Feuerzeug. So. Ich gebe das alles in die Gruppe. So bin ich. So, ich habe noch eine Taschenlampe reingeschmissen. Ich kriege einen Job vom Crafton Farmhouse oder das Bleasdale Farmhouse. Welches hättet ihr gern? Eins, das wir noch nicht hatten. Ja, ich, um ehrlich zu sein, welches hatten wir eben? Ich weiß es nämlich auch nicht. Beide zweistöckiges Bauernhaus, 3 Schlafzimmer, ein Dachboden. Zweistöckiges Bauernhaus, 4 Schlafzimmer. Das letzte hatte kein Dachboden, keinen Dachboden, ne? Ja, immer das mit Dachboden. Was ist denn mit so einem Parabolmikrofon? Das klingt irgendwie cool. Klingt echt ganz geil. Ich will nur kurz noch mal fragen. Ja. Also, wir nehmen das andere Farmhaus, ne? Mit den 3 Schlafzimmern und einem Dachboden. Klingt gemütlich. Mhm. Das ist nicht das, was wir eben hatten, okay. Also das weiß ich nicht. Moment, oh, kurz zählen. Das ist ja geil, Leute. Hier wird sogar gezeigt, was man benutzen sollte. Also empfohlene Gegenstände Thermometer haben wir jetzt. Ja. Empfohlene Teamgröße 2 kriegen wir hin. Missionsgebiet klein. Okay, ich bin bereit dafür. So, der macht das vielleicht auch keinen Sinn, so einen Mumpitz mitzunehmen. Allerdings interessiert mich auch die Kopfkamera. Das klingt super praktisch. Mhm, kannst du aber nicht kaufen. Doch. Ja? Die kostet 60 und ich habe 130. Aber welches Level? Ach so, das habe ich nicht geguckt. 8, okay, du hast völlig recht. Sag dir Bescheid, ne? Ich bin. Na gut, man muss ja mal drauf. Ich bin Red Day. Okay. Ich kaufe mir jetzt auch nichts, weil wir haben ja alles. Sind wir ja gerade durchgegangen. Muss ja mein Geld nicht verschwenden. Haben wir 3 Taschenlampen mehr? Haben wir. Okay. Haben wir einen Fotoapparat? Vielleicht noch einen zweiten? Sogar einen Fotoapparat haben wir einen. Ah, nee, einen von 3. Ich weiß gar nicht, guck mal, ob ich noch. Verlasst euch nicht auf mich. Sanity Pillen. Fotoapparat. Ich kaufe einfach noch einen. Ja. Ja, mach doch. Ja, so ist weil das. Es ist, glaube ich, ganz gut, weil Fotos sind immer irgendwie ganz geil. Ja. Okay. Wenn wir 2 Videokameras kaufen würden, hätten wir dann noch 2 Blickwinkel? Ich glaub ja. Dann, ich habe noch gar nichts gekauft. Ich kaufe noch eine Videokamera. Das finde ich irgendwie eine coole Sache. Ich mag verschiedene Einstellungen. So, kaufen. Habe ich gemacht. Zufügen. Als. Ja, jetzt packe ich auch mal auf den Table. So. Wir können mal ausprobieren nachher. Jemand hat vorhin im Chat gesagt, wenn man die Leichen der anderen fotografiert, gäbe das auch noch mal extra Geld. Mhm. So als Beweis für die Versicherung. Ah. Sonst glauben die einem das nicht. Ja. Kann man nachher mal ausprobieren. Irgendjemand von uns wird sterben. Ja, ich glaube auch. Ja. Nicht ich. Dieses Mal nicht. Wenn ich's mal bin. Okay, ich bin du musst noch bereit drücken, Walle. Ja, das mache ich. Ja, dann gehe ich diesmal todesmutig voran und stürze mich in die Dunkelheit. Ich hab's aber wirklich, ich hätte es mir eigentlich denken können, ne? Ihr geht weg und schon höre ich dieses Wummern und dann taucht er vor mir auf und ich hätte nur zurückgehen können und wahrscheinlich hätte ich das machen müssen. Das stimmt, das war ja auch echt der Mega-Hinweis, weil Nils und ich sind ja danach nur noch zu zweit rein und dann kam der ja nie wieder. Ja. Du hast recht, der muss alleine sein. Ja, man musste alleine sein für den. Phantom war das ja. Guck ich nochmal. So, ich glaube, das war so. Dann nehme ich wieder das. Okay, warte, ich nehme auch nochmal eine Videokamera, die können wir ja direkt am Anfang aufstellen. Nehme das Journal mal mit. Aufstellen. Was nimmst du mit? Das Journal. Ja. Und. Und viele Leute. Thermometer? Wer hat das? Das liegt da vorne noch. Oder? Moment. Das Gelbe hier oben, ne? Oder? Ja, das ist es. Eine Sache noch. Der Chat wollte unbedingt, dass ich euch Folgendes sage. Jetzt sind wir alle wieder am Start. Jetzt kann ich das ja. Ist ja kein Spoiler oder so. Also, was immer wir reden über V, das hört der Geist auch. Das heißt, diese Geisterbox ist gar nicht nur essentiell dafür,
wie man die benutzt, weiß ich nicht. Aber dieses Rufen funktioniert auch so. Ach so. Also, entdecken Sie, um welchen Art von Geist es sich handelt. Klar, machen Sie ein Foto vom Geist, finde einen Raum unter 10 Grad Celsius mit einem Thermometer. Fotografieren Sie dreckiges Wasser an ein paar Specken. Ich habe für Sie eine Untersuchung durchgeführt. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Joseph Moore. Joseph Moore. Dieser Geist scheint sowohl auf Gruppen als auch auf jemanden, der alleine ist, zu antworten. Sprechen Sie den Namen des Geistes aus, um ihn zu verärgern? Ja, genau. Okay. Also Joseph Moore. Oder Joseph. Joseph Moore. Okay. Leute, das ist so, ja, direkt Gruselstimmung. Ja, nee, ist doch nicht das gleiche wie eben. Ich stelle eine Kamera mal hier. Simon, weißt du, ob das auch für dieses Funkgerät bei B gilt? War das explizit vom Chat auf V bezogen? Habe ich auch überlegt, aber der Chat sagt, egal ob man V drückt oder nicht, alles was du sagst, wird aufgezeichnet sozusagen. Der Geist hat immer an. Ach du meine Güte. Das ist aber datenschutzrechtlich nicht okay vom Geist. Sehr unbedenklich, ja, das Spiel ist sicher von Google. Übrigens auch, dass, also, warte mal, wie war das? Irgendwas noch mit dem Sprechen. Ja genau, wenn man häufiger sagt, dass man Angst hat, dann wird das auch registriert. Ich bin super mutig heute. Oh. Aha. Okay. Temperaturen hat ja einer dabei. Keiner hat die Kamera, dann nehme ich die zweite noch mit. Ja, ich messe gerade, es ist recht warm hier. Beziehungsweise. Ich habe die zweite Kamera auch dabei. Ich habe gesehen, wo du deine hin platziert hast. Dann platziere ich meine mal hier im anderen Raum. Genau. Seid ihr alle unten noch oder ist einer schon oben? Unten. Wollen wir zusammen hoch? Definitiv, gehe ich nicht alleine hoch, ja. Jetzt gehst du ja doch hoch. Das ist der Dachboden. Ah, warte mal. Also wenn das ein handelsüblicher Geist ist, dann ist der auf dem Dachboden. Ja, meistens, ne? Nirsch. Bei mir, Simon? Ja, direkt hinter dir. Wo ist ein Balle? Ich bin da unten. Ich komme jetzt auch euch nach. Achte auch auf Knochen und Waschbecken. Wenn ich nur den Tür gerade nicht hoch. Ich hab schon wieder so einen Schlüssel. Ich nehme den mal mit. Oh, und hier ist auch ein Knochen. Den könnten wir wieder fotografieren. Oh ja, wo bist du? Oben oder unten? Oben. Komm mal in den Flur. Bist du das? Ja, ah ja, ja, perfekt. Ja. Hier. Ja, warte. Wie macht man die Waschbecken an? Einfach mit deinem linken Maustast. Aber wenn da nichts Dreckiges rauskommt, würde ich sie wieder ausmachen, weil die sind ziemlich laut. Also dann hört man den Geist schlechter. Boah, hab ich mich vor den dynamischen Schatten erschrocken.
Haben wir unten alle Räume, ja, ne? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, ich war nicht in jedem. Oh Gott, hört ihr das Knatschen des Dachbodens? Ah, wartet auf mich! Bist du hoch? Oh, hört ihr das? Störgeräusche? Ja. Ich hab's vom Radio kurz angemacht. Bei mir, Simon? Ja, bin dabei. Wie heißt der Geist nochmal? Ja, Joseph, irgendwas. Ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt schon da ist. Joseph, schreib in mein Buch. Hey Joseph, write in my book. Vielleicht ist das ja ein englischer Geist. Wie alt bist du? Warum bist du sauer? Ich hab einen Seitenschneider oder wie die heißen, so eine Zange mitgenommen. Was, echt? Die kannst du nehmen? Ja. Wer hat denn den Temperaturfühler? Den hat Walle hier. Okay, hast du irgendeinen Raum gefunden, wo es kalt ist? Noch nicht. Okay, weil dann lass uns das mal machen. Wir gehen alle zusammen und suchen jetzt den Raum, wo es kalt ist, okay? Jo, guter Plan. Ja, gut. Hat jemand von euch das Licht angemacht? Ja. Kühler, aber keine Minusgrade. Aber unter 10 okay, Grad ist auch interessant. Noch, Wohnung. Ah ja, und hier war kurz unter 10 Grad. Ja, hier ist so 5, 6 Grad, aber dann auch mal wieder 14. Ah, hier ist wieder 6 jetzt. Ah, okay. Und, sehr stellenspezifisch. Ja, unter 6 ist schon mal interessant. Oder? Also, weil war die Ansage nicht, wenn es unter, also unter 10 ist ja auch das, was man... Kommt mal in den Raum mit nebenan. Weil das war sehr nah an der Wand, vielleicht ist es hier kälter. Oh ja. Hier ist plötzlich. Ja, vor allem hier in dieser Ecke. Ja, aber das schwankt sehr. Jetzt hier ist wieder 6. Ach so, ach, das ist natürlich entscheidend, wo ich hingucke damit. Ja, das ist wichtig, wo du hinguckst, ja, genau. Also. Ah, da muss ich kurz nochmal herausfinden, wo jetzt genau die 6 Grad waren. Nicht, dass das einfach nur so ein kalter Türknauf war. Hier war es gerade, aber ganz kurz. Sag mal, diese Axt in dem Kammer, guck mal kurz. Immer so? Das sieht doch so aus, als wäre da jemand richtig wütend. Walle, hier könntest du doch kurz mal kommen und scannen. Wo bist denn du? Selbe Stockwerk, oder bist du ganz oben? Nee, du bist genau, hier rechts, da. Ja, ich hab dich. Das finde ich gar komisch. Wie alt bist du? Oh, stimmt, ich glaube, das mit der Axt war eben noch nicht. Aber, es ist vernünftige Temperatur hier. Mollige 13 Grad. Okay. Wie heißt du? Geist! Ich muss noch mal gucken, wie der hieß. Nachname, hab ich vergessen.
Ganz oder unten, was? Ja. Ich bin draußen, zu gucken, wie der Typ ist. Ich bin nachher vergessen. Ich guck mal die Kamera rein. Okay, also Ziel 3, finde einen Raum unter 10 Grad Celsius, haben wir schon gefunden. Funk mal mit B, wir hören nichts. Achso, ich sag, wir haben in Ziel 3 den Raum finden, unter 10 Grad haben wir gemeistert. Und der hieß Joseph M. Wie? Ach krass, okay. Was war der Nachname? Moore. Lass doch mal den Raum eben, wo es 6 Grad war, Simon. Aber hier jetzt seinen Namen rufen, wäre nicht so smart, oder? Nee, lass mal nicht machen. Aber ja, das zeigt auf den Raum. Ah ja, das muss dieser Raum sein. Wir holen dich mal eine Treppe ab. Was? Damit bin ich ja wieder allein hier. Nein, nein, du kommst. Diese Tassen, ey. Leute, hier wurden Tassen umgeworfen. Dreh dich mal um. Ah, da kommen die. Ja, hier. Ja, gut, wir sind wieder beisammen. Leute, schaut euch das mal an. Hier liegen die Tassen. Ah, 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 er ist hier, was machen wir jetzt? Er ist hier. Nimm die anderen, hol die anderen. Ah, da ist sie tot. Da. Wer ist tot? Geh mal weg, ich muss ein Foto machen. Geh mal weg, Walle. Ich muss ein Foto machen. Ich bin mega dead, Leute. Weg da. Walle, geh mal weg. Simon, geh mal weg. Okay, ich hab das Foto. Ich hab versucht, ihn zu fotografieren. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Aber okay, er ist hier. Habt ihr irgendwas beobachtet? Ich meine, ich hatte ihn fotografiert und er hat sich verpisst, oder? Kann das sein? Hast du das Temperaturding, Simon? Ja, hab ich hier. Okay, lass uns mal hier eine Kamera auf jeden Fall aufstellen. Ich sag's euch, das ist hier in diesem Raum. Also, ja, genau. Hier wollen wir noch davor stehen. Nein, ja, werf du's mal rein. Nils, du musst den Voice-Chat benutzen. Ach, Entschuldigung, ja, das EMF wollte ich mal holen. Aber wieso? Jetzt, aber wollen wir den nicht? Na gut. Also ich bleib hier nicht alleine. Nee, okay, Geisterbox an. Du wolltest eigentlich das Buch reinwerfen, das war das erste. Wie heißt du? Warum bist du sauer? Achtung! Hau ab! Ich mach's Licht aus! In die Ecke! Simon! Simon, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll! Oh Gott! Hörst du das? Nein, er ist bei mir! Hat mich, Simon! Da. Oh, bei dir 3 Grad. 3 Grad. Ich dreh mich. Da ist er! Ich hab keine Kamera mehr! Da steht direkt vor dir, Simon! Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist! Und ich kann ihn nicht mehr fotografieren! Oh, ich weiß auch nicht, aber der hört uns doch. Nee, solange wir nicht V drücken, glaube ich nicht, oder? Ich weiß doch, ich glaube schon. Da! Bist du tot? Nein! Okay! Nils, die Geist hört uns. Euch. Ja, mir geht's ziemlich gut.
Alter, was wurde ich hier weggeknarzt? Guck dir's an in der Ecke, ey, wie bei hier Blair Witch in der Ecke verreckt. Guck mal, wo der Ausgang ist, bitte. Hier, da ist der Ausgang. Du kannst gerne über mein Geisterbild kannst du versuchen rauszukommen. Bin ich das? Das ist da rechts, ja. Mach nur das Licht nicht an. Nicht an? Nee, Licht, das war mein Fehler. Okay, kannst du mich mal verfolgen, damit ich rausfinde? Ja, lauf einfach erstmal. Hä, warum seien da zwei? Das bin ich. Ach so. Geh mal kurz aus. Herz. Nils, sag mal, bist du irre? Da. Ja, es ist stockdunkel. Geradeaus, jetzt nach links, geradeaus. Der Tote hat nicht geholfen, das war der Geist gerade. Geh mal weiter, führ mich weiter. Ja, ich lauf hinter dir her. Oh, Gott im Himmel. Bin ich hier richtig? Geht's hier runter? Ja, alles richtig. Wo ist der Ausgang? Für mich. Wo ist die Tür? Du gehst falsch. Gehst völlig falsch. Genau, geradeaus weiter. Oder da. Eine von beiden Richtungen. Oh, ich hab so Schiss. Oh, Alter, mein Herz. Das war gerade richtig schlimm. Alter. Alter Schwede! Gänsehaut! Ah! Der stand direkt da vor dir, Simon! Ah! Ich hau ab! Ah, das war so schlimm gerade. Der ist auch nicht mehr raus, ne? Nee! Valentin, warst du gerade auch in dem Raum? Ja. Wir waren zu dritt in dem Raum. Fuck! Also ich bin vor dem Raum gestorben, aber ich bin dann als Geist da mit rein, um mir euren Kram da anzugucken. Ich hab richtig Gänsehaut im Nacken. Hier raus kann er ja nicht, oder? Nee, draußen ist man sicher. Okay. Das ist ein guter Tipp vom Chat, wir sollen nicht schreien, weil das nur noch alles schlimmer macht. Aber das ist vor allem nicht im Geisterraum schreien, war anders. So ein ganz besonderer Tipp. Es geht nicht anders. Es geht einfach nicht. Okay, pass auf. Das war schlimm. Ich check jetzt mal, ob ich vielleicht erraten kann. Also. Was haben wir denn überhaupt in Erfahrung gebracht? Die Kälte. Wir haben ja wirklich. Geisterbox hatte ich ja probiert, ne? Es kann Spirit sein. Phantom. Fotografieren Sie, das Phantom verschwindet ist. Eine Banshee wird jeweils nur eine Person jagen. Nils hat noch 4%. Pass auf. Also das ist es nicht. Ich habe keine Ahnung, sollen wir einfach ohne Ergebnis abhauen? Ich werde das doch nie im Leben alleine schaffen. Oh, das ist auch ein interessanter Tipp fürs nächste Mal. Und zwar schreibt der Micha, und auf den kann man sich echt verlassen, man soll die Geisterbox am Anfang nutzen, weil später, wenn der Geist sauer ist, dann will er mit einem nicht mehr reden. Das sind alles so Infos, die kann man ja eigentlich nur durch Herausfinden in Erfahrung bringen. Das stimmt, ja. Deswegen danke dafür. Wo sind die Bilder? Warte mal. Eieiei. Ich merke ja, ich habe schon mega viel gelernt, diese Sendung. Also beim nächsten Mal würden wir das auf jeden Fall von Beginn an, glaube ich, schlauer machen. Wir waren jetzt schon besser als letztes Mal. So die Zusammenhänge erschließen sich langsam immer mehr. Ja. Okay, Leute, ich hau ab. Ja, würde ich auch. Ach, wenn sich eine Sache nicht ändert, dann ist Nils ein fucking Hasenfuß. Ist, nee, ja, aber das hält's ja allein da auch nicht also aus. Also das ist du hast sorry, noch 3%. Sollen die anderen null. Leute doch kommen? Null. Sorry, ey. Ja. Hier, Simon, wo bist du? Da. Du darfst eigentlich gar nicht mehr Auto fahren mit 3% Sanity. Ich bin noch nicht verrückt, ey. Ich sag so, sorry, Leute, ey. Immerhin $35 und ein Oni war das. Das ist meine Existenz. Ich bin nur da für den Versicherungsbetrug.
Der Geist war ein Oni. Wir haben aber immer Fotos und Knochenbeweis. Und Aufgabe 3, immerhin $35, 15 okay. Erfahrung. Hebt euch euren Kram auf, denn beim nächsten Mal, wenn es heißt, Phasmogoria. Das war übrigens Phasmophobia. So herrlich, diese Perspektive, euch in den beiden Ecken zu sehen und der Geist ist immer, je nachdem, wie ihr geschrien habt, so zwischen euch erst zu dir und wieder zu Simon. Weil du tot warst, hast du ihn gesehen. Genau, ich habe halt nichts gesagt, weil also ich als Toter soll ja nichts sagen, aber es war ein herrliches Bild. Also. Ja, das Stimme war ja, dass du halt nie weißt, okay, ich drehe mich jetzt um, ich mach kurz an und in dem Moment hatte er dich schon. Ja, also es war so angemacht, oh, okay, er läuft auf mich zu. So. Aber ey, das Spiel macht Bock. Also, wie geil ist das bitte? Ich habe das viel bei Twitch gesehen und mir hat sich noch nicht so richtig erschlossen. Habe ich zu wenig gesehen, aber selber spielen. Ich bin kein Horrorfreund, aber so mit, nicht alleine, mit Leuten ist das schon ganz cool. Ja, ist ein schönes Koop. Also, sowas gibt's ja selten. Gruselkoop, wo man nicht vor Zombies wegrennt oder so. Stimmt, ja. Eigentlich selten. Finde ich schön. Boah, ey, also, es ist, obwohl die Grafik so kacke ist. Und das, also vom Gameplay her. Ich hab nur was. Das ist eigentlich das Allerbeste. Und zwar sind das hier die Fotos, die wir gemacht haben. Geil. Und da ist auch das Beste von beiden. Wie geil du in dein Halsspeck hineingefallen bist. Ja. Es war wundervoll. Oh Gott, ey, aber ich weiß nicht, was du schreibst, dass du freiwillig VR spielst, aber das machst du natürlich dann irgendwann nochmal. Kann man das nicht irgendwie als Teaserbild? Naja, es sieht nicht gut genug aus für ein Teaserbild. Doch, ist das super. Baut das irgendwo ein. Nächstes Mal machen wir es wieder, ne? Oh ja, dann immer, je mehr Level wir erreichen, wahrscheinlich werden dann auch die Herausforderungen größer. Also zum Beispiel das Ding in der Schule war ja schon richtig amtlich, ey. Ja. So ein Riesending. Das war krass, ja. Ich würde es gerne einmal schaffen. Irgendwann einmal da wegfahren, keinen verloren haben. Mhm. Ja, einmal hatten wir es fast, ne? Da haben wir dich verloren, glaube ich, ne? Irgendeinen verlieren wir irgendwie immer. Mhm. Ach, aber es war schön. Ja, das war's an der Stelle, ne? Nächstes Mal geht's weiter und dann haben wir hier auch ein prasselndes Feuer. Dafür werden wir sorgen, weil es ist arschkalt, ey. -10 mindestens. Wir haben ja auf jeden Fall Gefriertemperatur, haben wir schon. Und wenn das jetzt ein Twist wäre, wenn hier in Wirklichkeit die ganze Zeit ein Gast, jetzt ruft gleich jemand an, aber bei euch sind doch 30 Grad. Und dann klingelt das Telefon, was abgeschlossen ist, was gar nicht Kabel drin ist. Doch, euch einen schönen Abend, erschreckt euch nicht und viel Spaß mit dem Rocket Beans Programm. Jetzt kommt sicher noch irgendwas Tolles. Ja, jetzt kommt hier Dingsbums, kommt hier. Wie heißt das? Baldur's Gate. Okay. Mit Buddy und ich glaube Steffen, ne? Und wer noch? Dennis oder so? Ich weiß gar nicht genau. Das ist aber geil. Da bleibt ihr doch auf jeden Fall jetzt nochmal dran. Und danach kommt nochmal das Moin Moin und dann dürft ihr abschalten. Aber erst dann. Wir kontrollieren euch. Wir haben eine Kamera in jedem Schlafzimmer. Vorsicht. Bis dann. Tschüss.